Was machst du da? Ja, Text lernen. Doro meinte, das sei wichtig. Den Text letzte Folge habe ich auch gut hingekriegt. Also, ja. Da steht, dass, dass jemand Würfel gewonnen hat und das dann da irgendwo drüben stehen soll. Und da steht auch, dass das Tim sagen soll. Ups, egal. Herzlichen Glückwunsch. Yay, Würfel. Und hier steht auch, dass ich nicht sagen soll, dass diese Folge jemand stirbt oder verdirbt. Irgendwas mit Rippt. Da ist ein Kaffeefleck drauf. Ja, egal. Steady kann man die Dice Actors anscheinend super unterstützen. Und dann geht's irgendwie los und dann beginnt das Spiel. Also gehen wir dann alles nochmal durch und dann los. Leute, ich war vorhin in der Regie zum Vorbereiten. Habt ihr meine DM-Notizen gesehen? Hat die jemand weggenommen? Also, das steht hier nicht drin. Ebenenreisen. Nach den Strapazen der unteren Stockwerke von Burg Rabenkopf erreichtet ihr fast die Bibliothek. Ein Portal in die Ebene des Schattenfell versperrte euch jedoch den Weg. Über Umwege gelangtet ihr dennoch in den Bücherturm, in dem der Schüler Norgovius, Aelianus, gegen unzählige extraplanare Wesenheiten kämpfte. Gemeinsam konntet ihr eine alte zwergische Apparatur zum Laufen bringen, um die Sphärenrisse zu schließen. Als ihr endlich den Turm von Norgovius betreten konntet, fandet ihr die Spitze des Obelisken der Ebenen vor, sowie den Arbeitsraum des Erzmagiers. Er enthüllte einige Geheimnisse über die Entstehung des Kontinents, wurde in seinen Ausführungen allerdings unterbrochen, als ein teuflischer Dämon die Schutzkuppel durchbrach und die untoten Heere in den Burghof stürmten. Was ihr seht von eurem Turm oben, sind die Massen an Untoten, die bisher draußen von den Lagern aus die Schutzkuppel angriffen, jetzt in den Garten stürmen. In der Mitte sehr viele Skelette, auf der linken Seite die Sahuagin. Tatsächlich in der Dunkelheit zwar schwer zu erkennen, aber trotzdem deutlich, dass die von euch aus rechte Seite, also das Lager, das in den Bäumen war, nicht an diesem Angriff teilnimmt. Da ist niemand. Und offensichtlich diese Horden anführend, neben der Lady, die sich das Ganze schwebend von der Seite anschaut, ist ein Balor. Eine teuflische Wesenheit. Boah, fuck. Oh, ja. Darf ich den einmal umdrehen und mir angucken? Kannst du tun, ja. Wollen wir das sehen? Okay. Ach du Scheiße. Schau mal, ist jetzt auch schön für die Kamera. Ne? Aber das na, grüß dich. Aber er lacht schon. Er lächelt uns an. Ja, richtig. Er lacht, er sieht aus wie... Der steht dort unten, brüllt Befehle, bringt sein Schwert nach vorne und die Skeletthorden rennen los. Ihr... steht oben
gemeinsam mit Norgovius, nachdem der Balor Aelianus mit seinem Schwert aufgespießt hatte. Nun, sie hat einen Balor beschworen. Euer Schüler! Er wird die Burg zerstören. Der arme Aelianus. Aelianus! Ich versuche ihn irgendwie... Nee, du bist ungefähr 200 Meter entfernt von ihm. Ich dachte, er ist bei uns. Turm, er ist da unten. Wann ist der da runter? Runtergeflogen und hat die Schutzkuppel gemacht in der letzten Episode. Ich dachte, der war bei uns unten, oben Nein. und Fünf hat da die Schutz... waren dabei. Oh. Na gut, okay, dann... Wir sind da. Dann reiche ich meinen Arm und ganz verzweifelt... Aelianus! Norgovius, was können wir tun? Wie können wir sie aufhalten? Norgovius, können wir sie überhaupt aufhalten? Wenn er den... Dafür seid ihr, glaube ich, hier. Wenn er den Obelisken erreicht, dann hat sie gewonnen. Dann können wir nichts mehr tun. Ich werde mich um meine alte Bekannte kümmern. Ihr müsst euch um das dort kümmern. Bitte was? Blöde Frage, kann man den Obelisken zerstören oder wäre das zu schlimm? Ich vermag mir nicht auszumalen, was das für Auswirkungen haben wird. Okay. Also wir sollen uns um... Und ich zeige auf den Balor. Nicht zu übersehenden Balor. Ich guck so an mir runter. Kein Problem. Ich werde versuchen, euch zu unterstützen, so gut ich kann. Und er fängt an, auf der Stelle zu schweben und ist nicht mehr der krüppelige alte Mann, sondern ähnlich erhaben, wie die Lady es ist. Und fliegt nach vorne in Richtung des Burghofes. Für euch, ihr werdet die Lady und Norgovius im Laufe des Kampfes betrachten, dargestellt durch diese beiden Würfel. Da werde ich gleich noch was zu sagen. Ach du meine Güte. I don't like it. Was? Als er losfliegt und seinen Turm verlässt, macht er eine leichte Handbewegung, durch eure Körper gesogen werden und ähnlich wie bei einer Vortex-Verzerrung verschwinden und hier vor dem Burghof auftauchen. Oh, Gott, ist umgefallen. Ja. Oh Mist, ich glaube, ich kann nicht... Umgeknickt beim Teleportieren. Einmal für eure Übersicht, das ist der Eingang von Burg Rabenkopf. Hier geht es rein zum Obojekt. Hier ist ein kleiner Aufgang, hier ist ein sehr großer, schöner, gepflasterter Platz. Hier sind so kleine Pfade, die durch den Garten führen und hier ist der ehemalige Brunnen mit der Amphore, wo Aelianus gerade liegt. Flint, vielleicht solltest du dich... Du konntest das doch so gut um die Skelette kümmern und wir anderen fünf gehen auf den Balor? In dem Moment erscheinen den Skeletten gegenüber spektrale Ritter, die sich ihnen entgegenstellen. Ich lieb's. Spektrale Ritter, beste Ritter. Yes. Vergiss, was ich gesagt habe. Alle auf den Großen drauf. keine Macht, gleich Gottes Licht. Ich wirke mein Schild des Glaubens. Mhm. Und sage, wir haben keine Angst und renne los. Flint, warte! Ich wollte noch dein Buch geben. Das wirst du brauchen! Hier! Behalt es! Du gibst es mir nachher! Okay. Ich komm mit! Willst du nicht irgendwie eine Idee haben oder so? Okay, dann würfeln wir Initiative. Ja! Streng dich mal an, Würfel! Geh mal aus dem Weg, Würfel, sorry. 20. Oh Gott. Weißt du, wenn es drauf ankommt, kriege ich keine 20. Aber für die Initiative jedes Mal. Der Mann Eleni ist am höchsten. Wie viel hast du? Ja, 24 dann. Natürlich. 24. Hat noch jemand 20 oder mehr? Nee. 21. 16. Das gibt richtig... Ich hab Bock. Irgendjemand über 15? 16. 16 Kiva? Ich auch 16. Mhm. 3. Wie viel Geschicklichkeit? Du hast weniger Geschicklichkeit, glaube ich. 3. Dann ist... Da Gon dran. Perrin? 11. Midrash? Dito. Da bin ich dann aber zuerst dran.
Eleni Flint, Gon, Kiva, Medrash und Perrin. Okay, dann habe ich, glaube ich, alle. Dann, Flint läuft los. Oder ruft das Ganze und macht sich bereit loszulaufen. Eleni reagiert. Beflügelt von seinen Worten, mit ordentlich Schiss in der Hose, renne ich vor. Okay. Dass, so, dass ich eine Reichweite erreiche, mit der, von der aus ich schießen kann. Wie viel Reichweite hast du denn? Ich glaube 45 Meter. Ich kann 10,5 Meter laufen. Ich glaube, du hast 45 Meter Reichweite. Ach so, ja, von dem Bogen. Ja, genau. Das kannst du von da schon. Echt? Ja. Nee, aber dann renne ich trotzdem. Das ist ein Langbogen. Aber, warte mal, kann ich mich irgendwo verstecken und so um die Ecke linsen, dass er mich nicht trifft? Danke. Also die, diese Gänge hier, die haben natürlich eine erhöhte, so eine halbhohe Mauer, dann wo dann hier die, das ist der Bereich, wo Garten ist. Ja. Ich mach den mal kurz ein bisschen grün. Das ist der Bereich, wo Gräser und Büsche sind. Ja. Dann möchte ich mich so halb hinter irgendeinem Busch hier so vielleicht positionieren. Aber weißt du, ich bleibe in meiner Ecke hier, hinter einem Busch hier. Mhm. So okay, halb aber. Läufst du nach vorne? 4, 6, 7. Willst du dann Bonusaktion noch weiterlaufen? Ja. Ist da, genau. Okay. Und da würde ich mal versuchen. Genau, dann kannst du da so ein bisschen in die Hocke gehen und dich da versuchen zu verstecken. Aber erst, wenn du eine Aktion zum Verstecken wieder über hast. Du hast jetzt beide Bewegung und Bonus schon genutzt. Genau, jetzt möchte ich noch versuchen zu treffen. Okay. Mit dem Bogen. Mhm. Mit einer 17. 17 zum Treffen. Okay. Er ist doch groß. Der ist recht groß. es trifft leider nicht. Oh mein Gott. Du schießt einen Pfeil direkt auf den Solarplexus dieser Kreatur und der Pfeil zerbricht. Ah. Was hattest du gewürfelt? 17. 17 und trifft nicht. Liebst. Dann Ende meiner Runde. Ende. Jetzt muss ich nachdenken. Okay, dann läuft Flint nach vorne. Und renne. Du kriegst halt alles ab. Renne so weit ich kann nach vorne. Ja, du läufst direkt durch die Gärten, durch die Büsche durch. Du kannst die große Gestalt sehen. Das war die erste Aktion und nimmst die Aktion auch noch zum Laufen, deine Normalaktion? Also nochmal Spurt. Was ist das für eine Entfernung? Das jetzt? Ja. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 31,5 Meter. Ich rufe. Pelor, Morgenvater, richte! Und werfe ihm einen Feuerball entgegen. Ein Feuerball? Ja. Okay. Mhm. Auf den brennenden. Der brennt nicht, aber ein brennendes Schwert. Okay, kann er ja mal probieren. Ey, ich bin voll dafür. Brauch einen Geschicklichkeitsrettungswurf von. Wie heißt der nochmal? Balor. Es ist ein Balor. Aber er hat seinen Namen nicht genannt. Er ist eigentlich Uwe. Uwe, du schaffst. Lacht nicht mit Uwe, er kann uns töten. 21. Das hat er bestanden? Mit 21, ja. Aber ich brauche noch 5 W6. Kann ich mir die hier mal kurz nehmen? Das sind genau 5 W6. Vielen Dank. Ich weiß gar nicht, warum ich so viele W6 brauche. Boah. 5. 10. 11. Insgesamt? 11. Was? Du warst doch schon bei 5, 10, 15. Ja, hab ich auch verstanden. Aber ihr kriegt ja nur die Hälfte. Sag ihm doch, was er ganz kriegt, bitte. Vielleicht ist er ja auch immun, das weiß ich ja nicht. 22 kriegt er. 22 Feuerschaden hast du ausgewürfelt. Ja. Du brauchst für mich nicht vorrechnen. Nee. Gut, Entschuldigung. Weiß doch gar nicht, was. Okay. Bitte, ich war doch auch nur aufgeregt. Ja. Am Ende zieht er nochmal die Hälfte ab und dann kriegt er nur 5. Okay, 22 Feuerschaden auf dem. Du lässt die Feuerkugel los. Ihr habt es schon öfter gesehen. Sie fliegt und erhält die Nacht, die hier eingebrochen ist, fliegt direkt über die Amphore rüber und schlägt in seiner Bauchgegend ein und macht eine Flammenexplosion, die seine ganze Gestalt in Feuer verhüllt. Und er steigt hindurch, ohne Schaden genommen zu haben. Und brüllt dir entgegen. Lächerlich. Damit könnt ihr mich nicht aufhalten. Das war dein Zug.
Fangeisen vielleicht. Hätte ich das noch? In dem Moment, als die anderen sich auch gerade bereit machen, seht ihr, wie über euch, quasi in diesem Bereich hier oben, sich ein Kampf zwischen zwei magischen Meistern ereignet. Und zwar beginnen sie Harry Potter-Style natürlich, sich mit Blitzstrahlen gegenseitig zu connecten und ihre Macht so zu demonstrieren. Deswegen kann ich jetzt endlich meine Mechanik rausholen. Wie wolltest du die denn benutzen? Das davon weiß ich ja gar nichts. Ich freue mich sehr. Also Alex, ich freue mich sehr. Ja, ich mich auch. Ja, das glaube ich. Mehr dazu im Behind-the-Scenes-Podcast. Gut zu wissen. Jetzt gibt er uns schon Themen vor. Jetzt müsst ihr das auch erwähnen. ja, ihr seht an dieser Stelle, wie diese beiden extrem mächtigen magischen Wesen gegenseitig ihre Kräfte messen und ihr den violetten Strahl von Norgovius antreten seht gegen einen kaltweißen Strahl der Lady und sich die Farben in der Mitte zu einer Kugel mischen, die ziemlich genau anzeigen, wer gerade überlegen ist und wer das Nachsehen hat. Momentan sieht es ganz gut aus, aber da oben wird sich ein mächtiger Magierkampf abspielen, während Gon dran ist als nächstes. Ich verschwende einen süßen Blick nach oben zu Lady Uriella. Dann gehe ich nach hier ungefähr. Mhm. Zücke den nekrotischen Stab von meinem Rücken. Das andere Ding kann liegen bleiben. Ding, ding. Und mache einmal eine Bewegung nach hinten und gucke dabei die Skelette an. Mhm. Keine Reaktion. Ich guck euch an. Zug zu Ende. Mhm. Dann ist Kiva dran. Ich fliege bis auf wo sind da die? Genau so, ja. So. Wo sind zwischen ihm und mir 18 Meter oder so? 3, 6, 9, 12, 15, 18, also ab hier. Okay. So weit wirst du wahrscheinlich nicht kommen. Nein. Ich gucke mal. Das sind 3, 6, 9, die du laufen kannst. Und dann nochmal 3, 6, 9. Du kämpfst nur bis hier tatsächlich. Oh. Aber dann hättest du keine Aktion mehr. Ja, dann hast du auch keine Aktion mehr. Aber der wird dir dann auch entgegenkommen. Vielleicht kommt er euch entgegen irgendwann, ja. Ja, entgegenkommen, das ist natürlich dann eher, aber dann schauen wir doch mal. Wie ist denn die Reichweite eines aufzehrenden Stichs? Das ist... Nur so aus Interesse, das dass ich... Das steht bei aufzehrenden Stich. Aber ich sehe den Aufzieher nicht gesehen. Hast du das nicht beistehen? Nee, du hast keine Zaubertricks. Doch, Zaubertricks habe ich auch. Es gibt einen Zaubertrickset. Achso, dann hat sie. Ist der vielleicht. Ganz hinten vielleicht. Ah, ja, tatsächlich. Reichweite 9 Meter. Das ist Zaubertrick, also. Ja, weil die so schwach sind, können die ja vielleicht weiterfliegen. Dann habe ich keine Idee, was dann du machen kannst. Vielleicht, was meine ursprüngliche Mach Idee. Mach doch, was du willst. Ja, Mann. Achso, ja. Meine ursprüngliche Idee, dann vielleicht mal. Ja. Okay, nachdem das. Nee, kann ja später noch, oder? Kann ich später noch? Das war die ursprüngliche Idee. Okay, ich wirke Hast auf Flynn. Yes! Das hat schon mal so viel Spaß gemacht. Ja, Mann! Und das kannst du sogar von da machen, wo du bist. Und das ja, ich bleib da hinten. Das ist Konzentration, glaube ich, ne? Ja, genau. Ich hab auch noch einen Ring. Ja, Mann. Ich konzentriere mich und behaste dich. Zwei Rüstungsklasse, eine extra Aktion und verdoppelte Geschwindigkeit. Oh, verdoppelte Geschwindigkeit und Geschicklichkeitsrettungswürfe sind im Vorteil. Balor. Sehr schön. Möchtest du dich trotzdem noch bewegen? Du kannst dich dann noch in 6 Felder irgendwo hin. Ja, ich bewege mich 6 Felder nach vorn. Jo.
Ah, mit dem kleinen Putzer. Dahin. Warum nicht? Alles klar. Dann ist Perrin dran und danach Midrash. Ich habe erstmal eine ganz kleine Frage. Die Armbrust, die du mir gegeben hast, da steht keine Reichweite drauf. Ist die zufällig weiter als bei normalen Armbrüsten? Normale leichte Armbrust. Toll. Danke dafür. Danke für gar nichts. Oh, die kann so viel andere. In der Hinsicht ist es eine leichte Armbrust. Dann möchte ich bitte meine 6 Meter nach vorne gehen, Richtung da, wo Eleni lang gegangen ist, zur Treppe so. Und werde mit Nachteil auf Balor schießen. Ja. Weil meine Reichweite ja trotzdem aber... Balor ist der Name der Art der Kreatur. Ich weiß schon, also aber ich weiß ja nicht, wie er heißt. Auf den Balor schießen. Den Balor. Oder die? 20? 20 trifft, ja. Fuck yes. dann hau ich meinen bevorzugten Gegner drauf. Mhm. Ich glaube, für Dings... Für, das hätte ich davor eh machen müssen für Jagdbeute. Nee, kann ich nur 18 Meter machen. Ja, Leute, er muss auch mal markiert werden. Achso. Nein, alles gut. Nee, das kann ich machen, wenn ich ihn treffe, den Gegner. Ah, ja. Nur meine Jagdbeute geht dann nur auf 18 Meter, wenn ich dran bin, meine Bonusaktion also, sozusagen. Also, der Gegner ist noch. Ich gucke jetzt erstmal, ob ich ihn nochmal treffe und dann mache ich Schaden, okay? Ja. Weil er wird nicht umfallen. Nee, ist 13 zum Treffen. Der zweite. Ich gebe mir mal so einen schwarzen Ring für bevorzugt der Gegner, weil der grüne ist für mich das Mal. Okay, dann kriegt der liebe Herr 12 magischen Stichschaden. Mhm. Und damit bin ich fertig. First Blood! Nein, eigentlich... Nee, er hat keinen Schaden bekommen. Ja, diesmal hat er tatsächlich Schaden bekommen. Dein Feuerpups hat nämlich gar nichts gemacht. Aber er sah verdammt gut aus. Das ist allerdings wahr. Du schießt ihm so ein bisschen unter diesen Brustmuskel, da wo der Bolzen einmal reingeht. Entschuldigung! Hat nicht viel ausgemacht, aber immerhin ist er stecken geblieben, im Gegensatz zu dem Pfeil, den Eleni geschossen hatte. Ist auch magisch. Und dann ist Midrash dran. Sengender Strahl ist Feuerelementar, richtig? Sengender Strahl ist Feuerschaden, ja. Du hast da was oben drauf, ne? Was? Mehr Tipp kriegst du. Kann Sengender Strahl einen Blitzstrahl umwandeln? Ja, dein legendäres Artefakt kann alle Schadensarten zu Blitz machen. Ah. Ich hab ein Déjà-vu. Hast du dir den Zauberhut auch nochmal durchgelesen? Alles gut. Dann steppe ich nach vorne und zwar genau zwischen... Steppe? Ja. Nein. Ja, doch, meinetwegen, ist okay. Warte mal, stehe ich jetzt nicht in Büschen? Ja. Aber ich habe trotzdem klare Sicht. Ja. Das erlaubst du mir. Okay. Dann feuere ich direkt einen sengenden Strahl von Blitzelementar. Einen blitzenden Strahl? Einen blitzenden Strahl. Welchen Grades? Ich gehe direkt dritten Grades. Mhm. Also 4 davon auf den, wie heißt er noch, Balor? Balor, ja. Balor, ja. Der auf den Balor. Uwe, genau. Ja. Wir sagen nicht das Wort, wie er in Tolkien heißt, das ist nämlich Copyright. Ah, okay. Oh, echt? Also ja. Können wir natürlich auch. Dann nehme ich meinen Stab, konzentriere blitzende Energie, es knistert schön, es formen sich 3 große Blitze und die feuere ich direkt auf ihn ab. Distanz? 4 Blitze. Ja, wie viel Reichweite hat das denn? Hab ich 3 gesagt? Ja. Nee, ich meinte 4. Wie viel Reichweite hat das denn? 36 Meter. Ja, doch, das ist wahrscheinlich dann drin. Du hast ungefähr bei der Hälfte gesagt, 18 Meter, das ist easy. Nee, warte, oder? Doch, ja, 36, ja. Gut. Ja, das ist noch drin. Das ist gerade so drin, ja. Ich muss aber, ich habe 2 Erschöpfung. Muss ich mit Nachteil werfen? Mit 2 Erschöpfung nicht. Nee, Angriffswürfe sind so, wie sie sein sollen. Okay. Kann ich direkt 4 oder jeweils jeden einzelnen werfen? Du kannst die Angriffe direkt würfeln, ja. Okay, noch 2. Ne, einmal nur. Okay, oder so. Also mach's dir nicht zu bequem, denn du versuchst es, aber es schlägt leider fehl. Bitte? Du machst deine Bewegung, konzentrierst dich auf den Strahl, dein Kristall fängt an zu leuchten und du hast die Worte gesprochen. Aber es passiert nichts. Entschuldigung, krieg ich meine Würfel wieder? Ja. Verbraucht das einen Zauberplatz? Ja. Du kannst gar nichts. Was? Was?
Es geht nicht! Okay. Oh, süß. Dann ist der Balor dran. Balor soll nicht dran sein. Oder Bernd Brennhardt. Eine normale Bewegungsreichweite. Brennhardt. Er kann bis dahin fliegen. Genau. Brennhardt, er fliegt einfach. Flügel, ne? Ja, ja. Er fliegt einfach direkt zum Obelisken und beachtet uns gar nicht. Tritt einmal drauf auf uns. Ach, der hat eine kurze Distanz zum Laufen und Fliegen, dachte ich mir schon. Bernie. 120 Feet. Bernie. Er hebt ab. Natürlich. Er hebt ab. Fliegt. Nein. Schwebt hier rüber und landet hier. Nicht mehr. Gehst du weg von den Längen? Der ist 3x3 groß. Von der. Ich bin halb mit den Haaren im Busch. Und von dort aus holt er mit seiner Peitsche aus Richtung Eleni. Ich wirke schützendes Flackern auf Eleni. Reichweite? Ja, alle. fuck. 9 Meter. 9 ist drin. 9 auf jeden Fall. 9 ja, mindestens. Okay, sehr gut. Dann muss man Nachteil. Das ist die 1 im zweiten Wurf. Oh. Was? Die andere war eine 20 wahrscheinlich. Den Balor. Oh, oh, oh. Er holt aus mit seiner Peitsche, lässt das vordere fallen, bringt es in deine Richtung und vor dir erscheint ein Flackern, ein Funken, goldenes Licht und du hörst direkt neben dir, du spürst den Windzug, deine Haare gehen so nach vorne und du spürst den Windzug neben dir, wo die Peitsche einschlägt. Du kriegst links einen Tinnitus. Und dann brüllt er, guckt er in deine Richtung, Flint, brüllt dich an. Ich werde dich in die Hölle schicken. Dann ist Eleni dran. Rückzug. Also ich möchte so... Du brauchst keine Rückzugsaktion machen. Okay, ich renne Richtung Gon oder links neben Flint am besten. Mhm. Sorry, ich kann auch den Laserpointer benutzen. Also hier, sorry. Kannst du bis da? Ja, bis da möchte ich. Damit bin ich in einer... Vielleicht sollten wir nicht so in einer Reihe stehen. Naja, und ziehe diesen... einen meiner Pfeile, der magischen Pfeile heraus. Mhm. Und zwar den, der so eisig blau ist. Mhm. Und versuche drauf zu schießen. Auf Bernie. Bernie. Ach, fuck my knife. 13. 13 zum Treffen reicht leider nicht. Ein Eispfeil. Scheiße. Und ich gucke die anderen hilflos an, gucke auch zu Gon rüber und bin so, was sollen wir machen? Schießt, schießt den Pfeil ab. Er haut diesen Pfeil, diesen weiß leuchtenden Pfeil, aus der Luft mit seiner Feuerklinge weg. Und du weißt nicht, was du machen sollst. Flint ist dran. Der schnelle Flint. Oh ja, ich bin ja. Oh, ich bin so schnell. Ich will was ausprobieren. Ich renn. Das heißt, ich habe auf den Kopf steigen. Gute letzte Woche. Genau. Ich habe ja jetzt 2 Aktionen. Und doppelte Bewegungsreichweite, also 2 Bewegungsaktionen und 2 Normalaktionen im Endeffekt? Nein, nur eine. Also ja, also theoretisch ja, weil doppelte Bewegung ist... Ich will versuchen... Das ist du kommst ja auf jeden Fall zu ihm ran. Ich komme mindestens an ihn ran. Ja. Komme ich auch auf ihn rauf? Wenn Wie? Ich mich versuche, na, indem ich versuche, über seinen Schwanz quasi da so hochzuklettern, also quasi über den Schwanz. Das würde Fertigkeitsproben nach sich ziehen, wenn du das ich versuchen will das. Okay. Dann läufst du nach vorne, sein Schwanz nach diesem Angriff, nachdem er hier den Pfeil gerade abgeblockt hat, liegt jetzt da, wo er ist. Das heißt, du läufst in die Richtung, nutzt die Gelegenheit. Und sage, und du kommst mit! Als Antwort. Ich dachte, du sagst, da war ich schon. Du machst mal bitte einen Athletik-Wurf. Ja. Come on. Nein. 1. 9. Ich habe ja 3 geworfen. Dem habe ich 9. Okay, ja. Er hat mit der 3. Mit der 3 hat er eine 11, ja. Come on. Er ist stärker als du. Komisch. 21. Oh Mann. Ja, du versuchst dort raufzuspringen, aber er schleudert dich wieder runter und du kommst dort zu Fall. Das nehme ich als eine Aktion, den Versuch. Das heißt, du hast eine Aktion noch über. Kannst du ja nochmal versuchen. Okay. Ich versuch's nochmal. Kannst du tun. Und ich nehme dich mit, sag ich. 19? 18. Yes! 10 geworfen. Was? Ich hab 10 geworfen. Oh. Ja, dann
ja, nach dem zweiten Mal, er versucht dich abzuwerfen und du klammerst den hintersten Teil dieses Schwanzes und kriechst dann dementsprechend hoch und läufst jetzt hoch. Aber du befindest dich jetzt quasi hier an dieser Stelle, hinten auf ihn drauf quasi. Aber hast keine Aktion mehr über. Aber eine Bonusaktion. Ja, wenn du die Nuss... Pelor, kämpf an meiner Seite! Du weißt, was wohin? Das heißt. Hier? Ja, voll ins Gesicht halt. Okay. Und es gibt noch einen schönen Angriff. Ja. Natural 20. Ja, gib ihm. Ja. Kritisch. Ja. Das war die 8, war das was? Schlag, glaube ich. Scheiße, nee, ich glaube es. Scheiße, sorry, ich war so überrascht. Ziel auf seine Testikel. Wo ist er? Da, unten rechts. Fuck, sorry, W8. Sag ich ja, W8. Nicht W6. 8. Brauchst du welche? Ich brauche einen 8er. Ich finde keinen gerade. Sorry, ich bin so aufgeregt. Nee, mehr. Du hast kritisch. 2. Es sind nur 8, leider. Das sind meine Würfel, tut mir leid. Die sind immer schlecht. Okay, ja. Dein golden leuchtender Streitkolben erscheint und überrascht davon, dass irgendwas auf ihm hinten rumkrabbelt, bemerkt er nicht, dass hier etwas entsteht und ihm direkt auf die Stirn schlägt. Und er sackt so 2 Zentimeter runter durch die Wucht des... Oh, mini Patras Inkom. Und nimmt aber immerhin Energieschaden, ist das korrekt? Das ist... auch das noch. Ja. Gut. Okay. Das trifft ihn auf jeden Fall. Dann sind die hier oben dran und offenbar scheinen die sich aktuell noch die Waage zu halten. Aha. Gut. Gon ist dran, danach Kiva. Ich brauche ein bisschen mehr Talk. Dirty oder was? Ja. Jetzt müssen wir es aufschreiben. Nee, ist gut. Ich sehe, wie Flint auf den Balor hüpft. Ja. Und. Kopfschmerzen. Ich krümme mich. Und mache Eleni vor mir aus, weil sie mir gerade am nächsten steht. Und guck dich an. Ihr müsst weg, ihr müsst weg. Ihr könnt ihn nicht besiegen. Huch. Was ist da denn passiert? Bin lang genug mit eurer kleinen Theatertruppe unterwegs gewesen. Greife in meine Tasche und schmeiß vor deine Füße einen goldenen Pokal, einen kupferfarbenen Pokal mit goldenen Insignien. Der schmilzt auf dem Boden, macht eine kleine Pfütze und pff, während es dampft, hörst du mich in einer Mischung aus Infernal und Kamen, Gemeinsprache reden. Maledicta Morelia. Und aus der Pfütze formt sich ein kupferfarbener Drache. Oh. Ich habe leider keinen kupferfarbigen Drachen, deswegen muss das Dreibeinschwein herhalten. Morelia ist so groß. Aber das kämpft auf unserer Seite, ne? Nur bin ich nicht bis dahin gelaufen. Ach so, also okay. Ich bin da gestanden geblieben. Also ich habe den vor ihre Füße geworfen. Ah, okay. Und das gewirkt. Und ist Morelia so groß wirklich? Oder? Das ist nicht Morelia. Maledicta Morelia. Maledicta Morelia, was auch immer das bedeutet. Das ist mir egal, aber ist Maledicta Morelia so groß? Der kupferfarbene Drache, der da jetzt steht, ist so groß, ja. Hast du? Ich hab's ja. Und dann grinse ich dich noch an und sag zu Maler, sag ich dann Fass. Und bewege mich ein wenig nach hinten noch zurück, ungefähr nach da so. Gott, merkst du, ich zittere, ey? Ja, leichte Aufregung, verständlich. Vorbei. Dann ist sie direkt dran. Und da muss ich mich aufschreiben, sonst vergesse ich das. Gute alte Dreibeinschwein. Auch dir entgegen. Ja, Kettenhalter. Und kräftig an. Schütz. Ah, fuck, nicht in der Reichweite, ne? Nee, außerdem bist du ganz auf der anderen Seite. Hitler! Ich hätte es gemacht. Okay. I know. Versuch, aber.
Gott, das ist alles, es ist hier... Was ist... ach nee, musste ich hier auch haben. Ich muss natürlich jetzt, okay, ne, die Modifier da einrechnen und ich alles. Ich hab alles drin, wenn du... Ja, ja, aber es ist, in dem Text ist es nicht selbst exklusiv. Aber ich hab alles drin. Hast du es selber auch, hast du es sehr richtig aufgeschrieben? Oben ist, ja, natürlich. Oh, du bist super. Heißt das mal? Also oben in dem Text stehen die schon mit... du bist super. Okay, ja, das ist viel besser, als das über die App zu machen. Sehr gut. Das sind alle schlau. Deswegen vorbereitet. Dann ist es ein Angriff mit 17 zum Treffen. Möchte bitte mit meinem Schild reagieren. Okay. Und der zweite Angriff ist dann eine künstliche 20 zum Treffen. Da kann ich nicht nochmal unglaublich ausweichen oder so, ne? Weil ich gerade schon Schild gemacht habe. Du hast deine Reaktion schon benutzt, genau. Genau. Wie viel Rüstungsklasse hast du denn 16. jetzt? 16. Also du hast eigentlich 16? Mhm. Und dann kommen wir jetzt plus 5 durch das Schild drauf, also hast du 21. Ja, aber das habe ich ja gerade... Das Schild hält bis wieder dran. Ach so, ja dann. Genau. Genau, das hält so lange, bis du dran bist. Deswegen, ja, kommt jetzt diese drakonische Wesenheit und versucht dich mit den Krallen zu zerreißen, schlägt auf dein Schild oben ein und steht vor dir. Und ist damit auch fertig. Dann ist Kiva dran, danach Perrin. Okay, ich bin sehr schlecht in Distanzen. 90 Fuß kann ich, wenn ich Gedanken falsche... Ich musste manche Sachen im Original lassen. Genau. Okay, ich wirke Gedankenpeitsche im dritten Grad auf Bernie. Ja. Balor. Uwe. Genau. Bernie, Uwe. Ist das sonst auch dritter Grad oder machst du es höher? Nein, ich mach's höher. Und machst ein Ziel mehr, oder nicht? Genau. Ja, und, dann, und okay, auf den anderen Genossen. Ja, sehr gut. Das ist geil. Du kannst ihm jetzt sagen, was er macht, sozusagen? Genau, ich, was er macht. Den Intelligenzrettungswurf. Ja, das steht da. Das ist, genau. Balor hat eine 6. Das ist dein, pass auf, der Rettungswurf geht eben auf hier, auf den Zauberschwierigkeitsgrad von dir. Mhm. Und Maledicta hat eine 11. Also funktionieren beide. Yay! Gut? Ja, sehr gut. Okay. Weißt du, was da jetzt genau? Sie müssen sich entscheiden, ne? Ich muss einmal kurz, weil ich sonst immer den Fehler machen werde, für den Balor nachwürfeln. Deswegen hat er eine 21. Ja gut, dann schafft das. Ja. Dinner und? Nur, du hast 3. Aber ist voll okay, wenn du es vergisst. Ja, ich weiß. Muss es hier bei jedem Rettungswurf reinmalen. Ah, okay, gut. Okay. Also darf er zweimal würfeln? Darf er immer nachwürfeln? Immer. Das wisst ihr nicht. Ja, aber was steht denn da? Das musst du Perrin fragen, der kann das nachgucken. Teilweise. Ja, okay. Ich soll jetzt einfach würfeln, oder? Ich würfel, du machst jetzt mal Schaden und ich guck mal, was Balor macht. Ah, okay. Oh, bitte, komm, kein Scheiß bei raus, komm schon. Doch gut. 11 psychischer Schaden auf Maledicta. Und Hälfte auf ihn. Gar nicht dann? Ich glaube gar nicht. Okay. Ah, doch, doch. Okay. Richtige Wort. Nur 2. Beide, oder? Genau, aber die Male kriegt eben auch den Malus. Entschuldigung. Das war auch in der Verhandlung des Namens. Das ist in Ordnung. Finde ich super. Und er kriegt nur die Hälfte vom Schaden. Finko. Okay. Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Das ist das Einzige, was wir machen können. Ja. Mist. Sehr gut gemacht. Möchtest du dich noch bewegen? Du kannst auch fliegen. Ich flieg mal ein Stückchen hoch, weil irgendwie da unten am Boden muss ich ja nicht unbedingt abhängen. Wer weiß, ob da doch irgendwas ist. Ich gehe mal so ein bisschen nach oben. Dann gehe ich dich mal so 4,5 Meter hoch. Ja, finde ich ein bisschen entspannter. Alles klar, dann ist Perrin dran. Du hast ja nicht Unrecht. Ich wirke Jägersinne auf den Balor. Alles klar, dann du hast ihn jetzt eine Weile beobachtet. Offensichtlich ist er immun gegen Feuer. Du deduzierst allerdings auch, dass er immun gegen Gift ist und gegen den Zustand vergiftet. Außerdem resistent gegen Blitz und Kälte und Wuchtstichhieb durch nicht magisch.
Kannst du das nochmal wiederholen? Also immun, Feuer, Gift, no? Resistent gegen Kälte, Blitz und... Wurfstichhieben, nicht magisch. Also alles nur Hälfte. Darf ich das bitte einfach genauso rausplärren als meine Gesprächsaktion? Damit ja, mach es, versuch es in time zu verpacken, aber... Okay, pass auf. Was wichtig ist für ich muss mich kurz überlegen, für Medrash und Flint und die anderen Magier wichtig ist, Feuer, Blitz und Gift hilft gegen ihn nicht viel, aber wenn ihr das machen müsst, dann Blitz! Ja. Das ist gut. Was machst du noch? Aber es heißt, Schwächen wenn hat er Blitz? Keine? Wenn dann nein. Bist du dir sicher? Ja. Fuck. Dann wirke ich als Bonusaktion noch meine Jagdbeute auf ihn, weil das kann ich jetzt noch machen. Hm. Möchte noch 2 Schritte nach hinten gehen, so schräg links, warte, so dahin ungefähr. Und bin fertig. Alles klar. Dann ist Medrash dran. Habe ich das mit Gon mitbekommen? Du hast mitbekommen, dass da ein Drache erschienen ist. Habe ich mitbekommen, dass da, er, auch, dass was da er irgendwas gesagt auf den Boden, hat auf den Boden geworfen wurde, oder dass da was auf den Boden gefallen ist, hast du auch mitbekommen, dass du rübergeschaut und dass Gon nach hinten gegangen ist. Ob es Gon selber kann war... Kann ich mir das zusammenreimen? Musst du wissen. Überlasse ich dir. Also meine Konzentration war auf Balor. Ich habe das auf keinen Fall mitbekommen, egal wie hoch meine Wahrnehmung ist. Also ich würde sagen, in dem Moment, wo der Pokal auf den Boden fiel, hast du rübergeschaut. Ich fletsche meine Zähne. Okay. Okay, und da ich ihn sowieso schon unter Beobachtung hatte, würde ich sagen, es kommt mir suspekt vor. Ich gehe ein paar Schritte zurück und wirke Gedanken wahrnehmen. Auf Gon. Auf Gon. Welche Reichweite? Genügend, glaube ich. Ich glaube, es sind 9. Und wenn ich die Distanz zu Genüge zurückgehe, sollte ich auf 9 Meter kommen. Ja, da kommst du auf jeden Fall nah genug ran. Und bringst deinen Stab in die Richtung? Meine oberflächlichen Gedanken sind, endlich hat es die Lady geschafft. Wie gut, dass sie es geschafft hat. Ich hoffe, dass dieser popelige Stab mir gute Dienste im Kampf erweist. Und ihr sollt alle sterben. Sehr oberflächlich auch. Ja, das ist schon ziemlich oberflächlich. Ja. Liebe Grüße. Möchtest du weiter eindrehen? Das gehe, ja. Nein. Ifrit. Okay, Aktion, Bewegung. Hast du eine Bonusaktion noch? Also wenn, dann... Also Bonusaktion zaubern geht sowieso nicht mehr. Also wahrscheinlich kannst du nichts mehr tun. Außer vielleicht noch was rufen. Ja, rufen würde ich. Mhm. Gon ist nicht er selbst! Er arbeitet mit der Lady zusammen! Ja. Endlich. Flint, du befindest dich in der Nähe des Balor. Und am Balor. Am Balor. Und du merkst, dass es um ihn herum unfassbar heiß ist. Hm. Und bekommst deshalb direkt ohne Rettungswurf aufgrund einer feurigen Aura 13 Feuerschaden. Fuck! Entschuldigung. Dadurch, dass du ihn berührst und an ihm dran bist. Heiß. You're as cold as heiß. 13 waren das? Brennbare Sachen, die du an dir hast. Dein Gebetsbuch. Nein, das hab ich das nicht. Zum Glück, das ist zum Glück nicht. Fängt kein Feuer. Schwein gehabt. Richtig Schwein gehabt. Und dann ist er selber dran. Und. Das heißt, mein Umhang brennt? Dein Umhang brennt, ja. Schaut nur geil aus. Die ganze alles Kleidung gut. Verbrennt, er ist nur noch in seiner Rüstung. Oh nein. Oh nein. Ach, Alex, nö. Was hast du vor? Du hast was richtig Fieses vor. Du guckst immer so. Schwacher Versuch. Und er fliegt straight nach oben, 24 Meter. Nein, oh Gott! Hackett! Help me yet! Oh, Patze, es war so gut. Ich dachte, es wäre endgut, aber es ist voll dumm. Ich habe leider keine 24 Meter hohe. Entschuldigung, ich hab meine Gefühle auf der Zunge heute. Das geht, ne? Wir lieben dich. Oh, ich habe Angst. Und das war nur seine Bewegungsaktion. Vielleicht jietet er dich jetzt noch irgendwo hin. Mal gucken.
Er versucht dich zu packen. Oh. Du darfst Athletik oder Akrobatik machen. Natürlich Athletik. Ich sag's dir zuerst, was ich habe, nämlich eine 17. Ich habe eine 25. Okay. Er versucht, dich, du sitzt ja hinten auf ihm drauf, er versucht, dich so mit der Ellenbeuge zu nehmen, weil er zwei auf meiner Hand, sich so zu nehmen und du drückst ihn weg und sein Versuch scheitert dadurch. Allerdings befindet ihr euch jetzt in 24 Meter Höhe. Und ich habe ihn gepackt. Und es ist noch verdammt heiß. Dadurch, dass du ihn dabei berührst weiterhin, bekommst du noch einmal 7 Feuerschaden. Der muss ja gar nicht viel machen, kann ja nur abwarten. Ja. 7? Ja. 7? Elaine ist dran, danach Flint. Jetzt möchte ich aber Rückzug bitte als Bonusaktion verwenden und zu Gon rennen. Bis ich vor seiner Nase stehe. Hier vielleicht? Gon! Bist du da drin, Gon? Und ich nehme den Ring und stecke ihn in den Anfänger. Als Zeichen, wenn du es noch zulässt. Wenn er das zulässt? Mir ist es eigentlich egal, was du machst. Wow! Passt nicht. So, ich habe kleine Wurstfinger. Oh, same. Du kannst nicht Gon sein. Gon! Darf ich antworten? Ja. Wagt es nie wieder, mich bei diesem dreckigen Namen zu nennen. Und ich gucke euch beide dabei an. Was kann ich noch tun? Das war eine Aktion mit dem Finger. Ja, würde ich sagen, ja. Beachtet den Drachen hinter euch gar nicht. Mach ich schon. Ja, kann ich mehr nicht machen. Rückzug habe ich auch gemacht. Ich kann auch laufen. Aber ich bleib da einfach verdattert stehen. Aber schön ist er. Nicht wahr? dann ist Eleni durch und Flint ist dran. Jetzt musst du so, nein. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Oh Gott. Ich kann nicht mehr richtig würfeln. Das hast du jetzt davon. Mach doch. Meine Waffe des Glaubens ist ja erstmal schon mal nicht wahrscheinlich mehr in Reichweite. Ist ziemlich weit außerhalb deiner Reichweite. Also ich lasse sie auf jeden Fall schon mal hinterherfliegen. Alles klar. Dresche auf ihn ein. Ich habe keine Wahl. Kann ich noch weiter hochklettern an ihm als Bewegungsaktion? Weil ich möchte eigentlich auf seinem Kopf landen am Schluss. Das erlaube ich dir ohne Wurf, ja. Du bist an ihm dran. Ja, ich habe mich kannst, wirklich gut da so kannst dich da umpositionieren. Es ist okay. Gut, dann greife ich ihn mit meinem Streitkolben an. Okay. Und das ist eine... Nee. Danke. Sorry, Alter. Da hält nicht mal ein W4 drauf wahrscheinlich. Nein, jetzt, der ist noch nicht mal in deinem Ding geblieben. In meinem... Ja. Das ist eine 17 zum Treffen, die nicht trifft, wie wir alle wissen. Ich, kann ich dich da draufstellen? Ja, ja, auf die Hörner oben. Direkt auf die Hörner, genau. Süß. Und gefährlich. Ja, bist auf die Schulter gekommen, hältst dich an einem Horn fest und haust dort drauf. Und du hörst nur, als würdest du auf Stein schlagen, als du seine Schädeldecke anvisierst. Weil seine Haut so schützend ist. Kannst du nochmal angreifen, Patzer? Ja. Kann nochmal angreifen. Du hast Hast. Hast. Danke. Du hast Hast. Du hast mich. Es ist eine Eins. Es ist eine Eins. Es ist eine Scheiße. Nein. Ach Mann. Okay, dann bewegt er sich so schnell, dass du nicht die Möglichkeit hast, einen zweiten Angriff zu machen, weil ihr euch da oben ja auch in einer sehr ungünstigen Position für dich befindet. Die Skelette und Rüstungen halten sich dort gegenseitig in Schach. Ihr erkennt jetzt auch, dass eine weitere Rüstung erschienen ist und da hinten mitkämpft. Die rote! Die rote. Yeah. Zum Fangeisen am Bein. Ja. Hat er das Fangeisen am Bein? Oh. Das ist weg. Dann hätte er es doch. Das ist weg. Mann. Rötiger. Und, Rötiger. Rötiger. Ist ja rot. Flint, du hörst von der Seite die Stimme von Nogoyos brüllen mit den Worten Erdbindung! Und er wirkt Erdbindung auf den Balor.
gut, gut, nicht auf mich. Hoffentlich kann uns von oben noch helfen? Das funktioniert. Na, Corvius. Gelb-goldene Ketten erscheinen aus dem Nichts und gehen über seine Schultern und seine Arme und ziehen ihn runter und er landet wieder auf dem Boden. Und seine Flugfähigkeit ist dementsprechend aktuell dahin. Und das gibt mir noch einen Gelegenheitsangriff für meine Waffe des Glaubens. Leider nein. Das ist abspringen, mein Freund. Ja, ja. Ist noch nicht ganz durch. Ich mag ihn am liebsten medium rare. Allerdings bewegt sich dadurch Ladies Kraft mehr Richtung Nogovius. Hör auf mit so einem Kack. Nicht du. Du darfst mal, was du willst. Und dann ist Gon dran. Entschuldigung, dann ist Ifrit dran. Ach so. Namen nennen, denn ich heiße Ifrit. und zwar mit vollem Namen Ifrit Mahler. Ach, ein Künstler. ich gehe ein Feld zur Seite und zwar nach dort, sodass ich Eleni und Medra schon eine Reihe, Linie vor mir habe. Mhm. Semilinie. Das reicht als Linie. Ja. Guck mir deinen Stein nochmal an. Schön. Ich habe es neulich schon bereut, ihn dir gegeben zu haben. Und fokussiere Kraft vor mir. Ich brauche von dir und von dir einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Sorry. Sind die noch mit Nachteil, weil wir erschöpft sind? Doofe Frage, hätte ich nicht mal so. Die Rettungswürfe sind noch finden. Okay. Doch bei Medra schon? Nee. Nee. Zweifacher Schöpfung. Ja, das zweite ist. Bewegungsrate. Ist Bewegungsrate, glaube ich. Nee, Moment, was ist das zweite? Nee, Geschicklichkeit. Das zweite sind Rettungswürfe. Zweite ist Bewegungsrate. Doch, Bewegungsrate, ja, stimmt, das ist viel zu viel gelaufen. Attributswürfe. Rettungswürfe sind erst ab 3. Ah, sehr gut. Aber wir müssen aufpassen, dass du nicht mehr so weit läufst, weil du nur noch halb so viel laufen kannst. Ah, stimmt. 17. Kommt noch irgendwas hinzu? Dein Rettungswurfbonus auf der Geschicklichkeit-Rettungswurf. Ich würfel mal schon mal, ja. Ich vergesse was immer. Geschicklichkeit. Hä? Wo steht denn das ab? Bei Rettung so. 20. Ihr habt beide bestanden. Und ihr seht, wie ich nach vorne drücke, ähnlich wie bei den brennenden Händen. Aber unter euren Füßen beginnt der Boden zu vergehen und zu brennen und magmamäßig nach vorne so eine Linie zu bilden, eine 9 Meter Linie. Es wird super heiß und ihr kriegt 25 komplett, also 12 Schaden. Feuerschaden. Und während das passiert, seht ihr, wie von dem Feuer meine Hand anfängt zu brennen und über meinen ganzen Körper, meine Haut verätzend, Flammen entstehen, die, das spürst du auch, die in meiner Nähe eine extreme Hitze erzeugen. Also ich kleide mich so in einem Flammengewand. Was wäre denn passiert, wenn ich den wenn ich ihn nicht bestanden hätte? Dann hättest du 25 Feuerschaden bekommen. Jetzt, so kriege ich 12, ja? Ja. Und Scheiße. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ja. Go on. Maler, der Winzling. Jetzt bin ich fertig. Mhm. Musst du dich noch weiter konzentrieren auf irgendwas? Ich bin konzentriert wegen Maler. Okay. Hast du Maler? Ach, wegen Maler. Stimmt. Aber ich hätte, wenn ich was abbekommen hätte, hätte ich Konzi gesagt. Warte. Hast du gerade der Winzling gesagt? Ja. Das bist du. Gut, der kann. Ah. Also Balor meinte ich nicht. Dort fliegt ein großer kupferner Drache auf dich zu. Kann der fliegen? Ja. Ah! Er kann sogar mehr fliegen, als er rennen kann. Kann sogar schwimmen. Toll. Und versucht dich zu zerreißen mit seinen Krallen. Mit dem ersten Angriff eine 21, mit dem zweiten Angriff eine 17. Treff beides. Okay, da sind beide Angriffe sind 13 Stichschaden. Die, als du dich gerade auf den Balor konzentrierst, kommt dieses Wesen im Flug an mit den Krallen nach vorne und einmal in den Rücken, einmal in den Schenkel und landet dort wieder neben dir und reißt die Hände wieder raus. Kiva ist dran, danach Perrin. Wie tot bist du so? Mehr oder weniger als die Hälfte.
mehr als die Hälfte tot. Also mehr als, mehr. Der ist schon sehr angeschlagen. Also ich sehe sehr schon ausreichend blutig aus. Na gut, dann... Eins Blut kann ich auf jeden Fall noch verlieren, aber wer weiß. Okay. Nachdem der andere Heilmensch nicht zur Verfügung... Ich wirke, Lebenstransfer auf Perrin. Geil. Ja, dann würfelst du deine Würfel. Darfst dich entscheiden, 4 zu heilen, aber wahrscheinlich ist es nicht nötig. Und du hast ja noch temporäre, das ist auch sehr gut. Glaub ich. So, ja, hast du temporäre? W8, ich brauche 4 W8. Wo soll ich die denn her haben? Nee, sie. So. Eins. Doch, sie hat von der Blutwurst. Ja. Von der Blutwurst hat sie 6 temporäre, stimmt. 4 W8, welche? Wie viele? Ich brauche 4. Dann brauchst du noch 4? Weiß ich nicht, ich hab 1. Dann glaub, hast du hier noch 3. Juhu, okay, alles klar. Do it. Alle einfach drauf. Seid keine Arschlöcher. 10, 15, 19. 19? Ja, ist gut. Ordentlich. Perrin sieht wieder so aus wie neu. Gut, das heißt, du streichst dir deine 6 temporären und nimmst dann noch 13 Punkte Schaden. Jawohl. Und ich bin voll geheilt. Lustig, wenn ihr es gesehen hättet. Hättet ihr gesehen, wie ich zerfleischt werde und im nächsten Moment so einfach alles wieder normal ist, als wäre nichts passiert. Ja, du lässt die Blutenergie aus deinen... Ich nehme noch 13 Schaden? Ja. Gut, Kinder. Jo, Mann, vielleicht, falls mir auch jemand irgendwie dann... Du lässt die Energie aus deinen Adern in einem roten Strahl runter zu Perrin fließen, der sich wieder aufrichtet. Und die Wunden sich sofort schließen. Bewegst du dich noch? Ich? Ja. Ich bewege mich, ich fliege und busche nach hinten. Okay. Weil, und zwar weg von dem Kupferviech und weg von ihm, weil das schaffe ich gerade noch mit 2 Punkten. Dann ist Perrin dran. So gut, Perrin. Was sind so deine Emotionen gerade? Sagen wir das mal, Meta. Meine Emotionen aktuell sind Schock, Verwunderung, noch mehr Schock. Fühlst du dich überwältigt emotional? Auf jeden Fall. Weil allein die Information, dass das Gon gegen uns ist, dass ich glaube, habe ich mitbekommen, dass er den auf mich geschickt hat? Ja, das hast du gehört. Dann allein das killt mich emotional richtig durch. Halt ich mal Schmorte. Das merkst du rein vom Kopf her, was passiert hier gerade, und vom Körper her, deine Bauchschmerzen, die du vorhin hattest, werden stärker und du verkrampfst in den Armen und deine Hände fangen an zu leuchten. Was wünschst du zu tun? Was soll passieren? Das Mocha! was ich mir wünsche, ist... Was soll passieren? Also mein größter Wunsch ist, dass Gon nicht gegen uns ist. Okay. Mein zweitgrößter Wunsch, wenn der nicht machbar ist, ist, dass das Viech vor mir stirbt. Es ist wahrscheinlich dafür, dass Gon da hinten ist, kannst du dich da eher wenig drauf konzentrieren, aber das vor dir ist sehr deutlich. Und ich will, dass das am besten zerfetzt. Deine Hände also fangen an zu glühen. Wenn du mir einen Schlag gibst, dann eine Art Kamehameha, so schön durch. Okay. Gib mir mal einen Wurf. Ich bin mehr Mocha, Junge. Ich habe euch von Anfang an gesagt, das ist sehr gut. Yay, Drogen. So, keiner macht den Drogen, Kinder. Drogen sind schlecht, bitte keine Drogen nehmen. Vielen Dank. Das ist nur ein Spiel. Wasser ist sehr gut, Wasser ist lecker und alles andere braucht man gar nicht. Wasser. Was denn? Hast du, da steht drauf, was passiert oder was? Nein. Das dreimal, würde ich sagen. Da steht nur drauf, was ich rausgefunden habe. Dass ich Mocha genommen habe. Ja, du hast ja gerade gemerkt, dass deine Bauchschmerzen plötzlich, oder hat er gerade angemerkt, dass deine Bauchschmerzen jetzt... Vom Mocha kommen? Weiß ich nicht. Du wusstest ja gar nicht, dass wir es genommen haben. Stimmt, deswegen warst du sauer.
Er hat es rausgefunden, ja. Entschuldigung, Papa. Wird noch ein Nachspiel haben. Ach, und deswegen war es auch nur bei Medrash. Ach Gott, ich bin so blöd. Ich hab's auch nicht gecheckt. Ja, dem kann Maler nicht ausweichen. Gib mir mal bitte 6W10. Ich muss kurz meine Würfel holen. Ich will meine eigenen, es tut mir leid. Das ist der Würfelgnome in ihm, der... So. Meine bringen mir vielleicht Glück. Also ich werde, das ist einer. Während Tim das macht, Alex, wie weit ist das, wie viele Meter sind das zwischen mir und dem... Das ist alles gut. Okay. Du hast genug. Ich habe sowas von genug. 3, 6 meintest du? 24. Okay, okay. Ja, danke. Perrin. Drogen, die sind gut. Sechs, so. Nein, so, meine Kinder. So. Nein. 6W10. So, drück mir die Daumen. Das wird ganz toll. Spaß. Seid lieb zu mir, W10. Bauchschmerzen hatte, dann hat er jetzt einen riesen Rülpser. Und 30 Schaden. 30 Schaden. Deine Hände beginnen zu glühen. Sie sind so weiß, dass du die Umrisse nicht mal mehr erkennen kannst. Und du weißt nicht, wo du die Energie hinrichten sollst als vor dich. Irgendwas muss ich und bringst gleißendes Licht nach vorne, was Flint sehr erfreut, als er das da unten sieht, vermutlich. Wow! Und ein Strahl in den Nachthimmel geht und das Ganze für einen kurzen Moment taghell erleuchten lässt. Und der Drachen, die vor dir steht, den linken Arm komplett zerfetzt hat, der zur Seite fällt und ihr abfällt. Und bin fertig. Das Problem daran ist, und da musst du mich gleich dran erinnern, ja, ist, dass du gerade extrem erschöpft durch diese ganze Geschichte bist. Natürlich. Wie viel? Nicht Erschöpfung, sondern du musst die nächste Runde aussetzen. Okay. Das war aber auch dein Zug gerade, ne? Wo du dran warst. Ja. Da ist Medrash dran. Ich nehme an, ich habe das mitbekommen. Das hat jeder mitbekommen, Alter. Drehe mich um, merke, ich meine, ich stehe zwischen den Fronten, ne? Eleni da, Flint da. Ich nehme es akuter wahr, dass ich Perrin helfen muss. Und weiß aber, dass meine Magie vorhin, zumindest mein schauriger Strahl, nichts bewirkt hat. Also versuche ich es mit einem Zaubertrick. Möchte einen Zauberpfeil auf den Drachen wirken. Auf die Drachen da hinten. Ja. Dann machst du deinen Angriff. Ups, ach, was mache ich denn da? Da kommt ja nichts drauf, ne? Ich bin gerade ein bisschen... Auf den Angriffswurf kommt dein Zauberangriffsbonus drauf. Ach so, doch, okay. Dann 23. 23 auf die Drachen trifft, ja, auf jeden Fall. Okay. Dann darf ich 2W10 würfeln. Jawohl. Blitzfeier war das, ne? Blitzfeier hast du gemacht, oder was? Blitzfeier, ja. Aber wenn, dann Blitz! Nein, das war auf den anderen. Den Drachen habe ich nicht abgecheckt. So, jetzt habe ich ihn. Kann ja nicht alles machen. Das könnte bei dem anders sein, aber Feuer auf Drache. Wer weiß. 13. 13, okay. Ach, zum Glück. Du hast schon gerechnet im Kopf. Schreibst du mit auch? Na, ich weiß ja, wie viel es hat. Ja, eben, deswegen. Du reißt dich rum, nachdem du das beobachtet hast. Und den Strahl gesehen hast und bringst deinen eigenen Blitzpfeil knisternd in den Rücken dieser Kreatur, wo der Blitz einschlägt und auch ein wenig zucken lässt und dir in dem Moment klar wird, dass das ein kupferfarbener Drache ist, die blitzresistent sind.
kann ihm das nicht vorher klar werden? Okay. Der kennt sich doch aus mit Drachen. Das ist alles... Hat er nicht ursprünglich Feuerpfeil gesagt und du hast ihm Blitzpfeil in den Mund gelegt? Ich habe gefragt. Nein, aber ich habe Blitzpfeil gesagt. Also ich meine, kannst auch vorher... Ich glaube, es ist dann... So ehrlich muss ich sein. Das war schon was Besseres. Das ist vorher... Okay. Oder teilt es die Immunität? Nee, du hast dann die eine, glaube ich. Obwohl? Nee, willst du eine? Ja, egal. Bewegst du dich? Also es hat was gewirkt. Das Ding ist, also die Drachen ist ziemlich böse verletzt. Ganz kurz. Mhm. Der Drache hätte mich letzte Runde nicht angreifen dürfen. Nein, die Mindwhip kam doch erst danach, oder nicht? Ich dachte, die kam davor. Und kam wieder vor? Ich hab's nämlich auch gerade nochmal nachgeguckt. Egal, machen wir nächste Runde. Das ist mir wurscht. Das hat sich jetzt alles so. Das ist viel zu lang zurückgehen. Ja. Ich hab den gelben auch nämlich gesehen, als du das. Ja. Es hat Schaden genommen. Ja, ja. Ah, okay. Außerdem war es cool. Rule of cool. Aber es war viel Schaden. Ich bewege mich direkt neben Kiva. Okay. Also unter Kiva. Genau. Ja. Gut. Durfte ich mich so weit bewegen? Das ist auch die Frage. Ja. Okay. Flint, es ist heiß. Ja, so weit waren wir schon. Du bekommst 9 Feuerschaden durch die Feueraura. Und dann ist er selber nochmal dran. So ein Déjà-vu vom Wagen, wo wir auch einfach dran verbrannt sind. Mhm. Eure Welt wird in Schutt und Asche liegen. Hatte ich schützendes Flackern bei ihm schon oben drauf gebunden? Nein. Ich glaube nicht. Du hast noch eine Reaktion über. Ich habe nur bei Eleni einmal jetzt schützendes Flackern eingesetzt, richtig? Ich habe noch nicht dann... Nee, weil das andere war das Packen, da habe ich es nicht eingesetzt, richtig? Genau. Ja. Dann würde ich jetzt nochmal schützendes Flackern einsetzen. Okay, tust du sogar. Bei seinem ersten Angriff, den er mit seinem Langschwert versucht. Auf dich, mit Nachteil jetzt. Es ist eine 13 zum Treffen. Trifft nicht. Und, nein, ich habe mich verrechnet, sorry. 16. Aber trifft wahrscheinlich auch nicht. Und jetzt nimmt er eine Peitsche und haut sie. Jetzt nimmt er die Peitsche. Und einmal so nach hinten. Und das ist jetzt ohne Nachteil korrekt. Dann ist das eine 29 zum Treffen. Die trifft. Ups. Dann sind das einmal 15 Stichschaden. Ja. Durch die Peitsche. Und noch einmal zusätzlich 10 Feuerschaden durch die Peitsche. Nee, nicht den Kopf schütteln. Ja. Flint wird wahrscheinlich von der Wucht dieser Peitsche nach hinten weggeschleudert und geht zu Boden. Fällt dort runter und liegt dort am Boden. Damit endet auch deine Konzentration. Du bist aber noch gehastet. Super. Dann jede Runde zweimal Todesrettungswurf machen. Ja, genau. Super. Schneller tot. Nein, macht keinen Sinn, dass Hast drauf bleibt. Das ist Quatsch. Du merkst, dass deine Hast endet. Und liegst am Boden. In der Feueraura. Toll. Yeah. Eleni ist dran. Das hat jetzt voll meinen Plan zerstört. Ich ziehe mich erstmal Rückzug. Ich bin noch im Nahkampf von Gon, ne? Der könnte mich... Ja. Ifrit meine ich natürlich. Kannst du Rückzug machen? Ja, genau. Dann möchte ich Rückzug neben Kiva. Rechts. Sorry, da musst du dich jetzt ein bisschen... Ich kann auch übernehmen. Ich habe eine 1 geworfen. Wofür? Nahkampf. Rückzugsaktion gemacht. Achso, Entschuldigung. Ja, ja, alles ich habe eine 1 geworfen. Schade, weiß ich ja gar nicht. Nein, ich möchte gerne rechts Wurf daneben, damit ich auf das Vieh vor Perrin schießen kann, auf den Drachen. Zeig die Drachen. Warte. Okay. Da. Okay, dann musst du zweimal laufen. Scheiße. Ja. Kann ich hier zwischendurch schießen? An Medrasch Kopf? Nein, sie fliegt ja, das ist gar nicht da. Ja, aber gut. Ja. Medrasch nicht erschrecken, ich schieße. Ja, ja. Und ja, ja. Versuche. Die Drachin? Ist das eine Frau? Ja. Okay, eine Frau zu treffen. Mit einer 17? 17 trifft nicht. Ach, oh, schön. Wieder mal kann ich nichts tun. Der Pfeil geht da auch gegen die kupfernen Schuppen und prallt ab und landet hinten im Gebüsch.
Petrasch, wir müssen was machen. Ich weiß. Habe ich Flint abgehandelt? Und Nogovius muss wohl noch was machen. Aber mal schauen, was der so machen will. Hat ja ein bisschen mehr Arsenal, würde ich sagen. Gesundheit. Gesundheit. Carina, meine Damen und Herren. Immer hinter der Kamera, immer für einen Nieser zu haben. Uns rausbearbeiten können? Ja. Nein, auf keinen Fall. Wir werden Carina doch nicht rausbearbeiten. Noch cooler. Nogovius dreht sich rüber zu seinem Laboratorium und lässt die äußere Ebene sich drehen, bis diese seltsame zwergische Apparatur in eure Richtung steht und lässt etwas seiner magischen Energie da hineinfahren. Und das Ding dreht sich runter und zieht auf den Balor und lässt dort einen Strahl erscheinen, der den Balor direkt trifft. Diesmal habe ich es nicht vergessen, aber trotzdem gut aus. Und er wird getroffen und bewegt sich etwas langsamer, was auch immer das bedeutet. Ihr wisst nicht, was der Effekt ist, aber es ist etwas passiert. Und das sieht hier oben aber nicht gut aus. Der Schöpfer Tarjas darf nicht zugrunde gehen. Wir sind die miesesten Helden, ey. Daraufhin ist Ifrit dran. Der hat uns ausgesucht. Mala! Du dreckiger kleiner Wicht! Mala kriegt 9 Heilung. Mhm. Heilungsheilung. Mhm. Warte nur, bis du fertig bist. Ja, ich höre weiter zu. Flieg hoch zu dieser Apparatur! Und ihr zwei. Chillen wir aufeinander. Entschuldige. Ja. Und, ich konnte nicht weiterlaufen. Schieße. Wo sind denn meine Zähne? Die bewegt sich nur so ein bisschen. Aufgrund des Ringes. Liegt hier an dir vorbei. Bewegt sich, ist jetzt ungefähr hier. Ich schaue staunend hinterher. Fliegt hoch Richtung Nogovius Arbeitszimmer. Gucke Medrash und Delaney an und sage, und ihr zwei! Achso, ich muss ja erstmal zum Treffen werfen, ich Idiot. Ja, bitte. Und ziele auf Medrash. Nanette 20. Also 28. Sieben, 11 Feuerschaden, der erste. Feuerpfeil, der auf dich eintrifft. Und 15, der zweite. Ja gut, aber durch meinen Ank des Schutzes bleibe ich zumindest auf 1. Richtig, wenn du sobald du auf 0 fällst, fällst du zu Boden. Aber den brauchst du gar nicht, weil du das Amt des Schutzes hast. Und es, der letzte Angriff schlägt in dich ein und du fällst quasi bewusstlos nach hinten, wirst aber durch eine magische Macht wieder aufgerichtet und das Amt leuchtet auf. Und stehst dort noch mit einem Trefferpunkt. Blitzpisser. Und die Flammen umhüllen meinen Körper wieder. Sieht ein bisschen dämonisch aus. Mhm. Ich bleib stehen. Okay. Ja, Maledicta ist wieder losgeflogen. Dann ist Kiva dran und danach Perrin. Ist Maledicta zu weit weg, als dass ich Feenfeuer auf sie wirken könnte? Das, ich würde sagen, das geht noch. Ich fliege ja noch. Aber die fliegt weg und dann kann er sie angreifen. Ja. Hm. Das ist eine gute Idee, guter Einwand. Dann wirke ich Feenfeuer auf Birdie. Das einzige andere Ziel. Oder auf Ifrit. Ja, oder auf... Aber die Guntum... Also Birdie nehmen.
Also Balor. Ja, Balor. Bernie. Das ist etabliert. Uwe Bernie. Ich meine, da liegt ja noch der Flint rum. Wäre vielleicht gar nicht so... Ja, nee, ich greif mal Bernie an. Ich kann mich noch nicht dazu bringen, den... Ich dachte, das wäre... 18 Meter ist die Reichweite. Schaff ich? Ist ein bisschen näher hin vielleicht, oder? Ja. Ja, aber gut, aber wenn ich fliege, schaffe ich das schon. Genau, du kannst darüber fliegen. Ja, dann ich fliege so ein bisschen näher ran und wirke Feenfeuer auf den Bernie. Mhm. Ist Geschicklichkeit korrekt? Ja, genau, wenn ihnen ein Geschicklichkeitsreiz, ja. 14. Reicht nicht. Dein Zauber SG, Schwierigkeitsgrad ist die 15, die hier vorne ist. Geht immer, die Rettungswürfe, die du am Hund geht immer gegen den. Und er hat eine 14 geworfen. Ah, das heißt, hat funktioniert. Genau, das heißt, du lässt dein blitzendes Leuchten auf ihn wirken und sein ganzer Körper ist von glitzenden Lichtpunkten übersät. Sieht gut aus. Du hast jetzt bessere Möglichkeiten, ihn zu treffen, weil die Punkte ein bisschen mehr anzeigen, wo Schwachstellen bei ihm sein können. Und andere können sehen, wo die Schwachstellen sind. Sehr schön. Bewegt, gezaubert, fertig? Ich würde... Tust ja, du? Ich bleib mal da. Ja. Ja, fertig. Dann ist Perrin dran, der aussetzt. Und Medrash ist dran. Danach Eleni. Warte, bald. Ich möchte mein Aussetzen noch spielen. Fertig. Oscar für mich, vielen Dank. Wenn das ein Kamehameha war, dann musst du jetzt erstmal noch 2 Minuten. Ja. Das nächste ist die Genki Dama. Ja. Genki Dama. Dein Vergiftet ist weg. Echt? Ja. Love it. Ich bewege mich etwas weiter weg von Eleni. Mhm. Wohin? Mehr in Richtung Mitte. Mhm. Genau. Erlaubst du mir. Ist da. Auf die Lady zu schießen? Womit? Reichweite, die sind ziemlich weit oben. Blitzpfeil, 36 Meter. Die sind bestimmt auf 50, also die sind weit oben. Ich hab nichts, was weiter reicht. Mach doch was draus. Ob jemand jetzt ein Problem das ist? Mit der Überzeugung, ich hab nichts, was weiter reicht. Es muss reichen. Lass mich. Sehe ich aus. Gibt es überhaupt einen Zauber, der weiter als 36 Meter reicht? Ja. Was hast du für Zauber? Sonst kannst du rein. Er hat nicht gesagt, dass er sie hat, aber es gibt sie auf jeden Fall. Ich habe nichts, was weiter reicht. Kannst du mich heilen? Nein, ich bin kein Heiler. Wir sind da was. Doch, Moment. Ich mal mehr den Trank. Der Trank. Kann ich den... ist das eine Bonusaktion? Du hast einen Heiltrank. Ja. Den selber zu trinken ist eine Bonusaktion. Den mir jemandem zu verabreiben ist eine Aktion. Der milchige Trank ist für Resistenzen. Ja. Die noch nicht festgelegt ist. Wenn du zugehört hast, theoretisch. Die noch nicht festgelegt ist? Das entscheidest du, oder? No, Govius hat es erklärt. Hat es Perrin erklärt, das hast du mitbekommen. Dass du den Korken öffnest und dann das Innere etwas aussetzt. Und wenn du es danach trinkst, dann hast du Schutz gegen das, was du dem ausgesetzt hast. Du musst mich überraschen lassen. Nö, er hat gesagt, wenn du es auf Feuer hältst, dann hast du Feuerresistenz. Genau. Ah, okay. Das ist super für diese Situation, Flint. Oh. Der Boden von deinen Füßen brennt bestimmt auch noch, wo ich den Weg gekehrt habe mit euch. Ja? Ja, es brennt. Gras brennt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo ich Feuer herkriegen kann tatsächlich, weil ich wollte nicht zu dem Typen laufen. Darf ich kurz? Also das Ganze zu machen, euch selber zuzugeben, sehe ich als Bonusaktion. Trinke ich selber. Mein Heiltrank ist witzlos. Also du hast einen kleinen noch. Ja, weil alles, was ich heile, wird sowieso... Woher du ihn hast? Das ist aus Session Zero. Gone. Ich habe ihn zugeworfen. Und er ist nicht nutzlos für jemanden, der auf dem Boden liegt und vielleicht stirbt. Du liegst auf dem Boden? Nein, aber hinter... Guck mal, bei dem großen bösen Ding... Du, Flint liegt auf dem Boden, ne? Wieso? Ich sag ja nur, dass was für eine Distanz? Der kann 4 Meter laufen gerade. Ja, kann alles, was ich sagen wollte, ist, dass der nicht witzlos ist, der Trank. Ja, aber... Genau so eine Situation. Kelly, wie soll ich ihn dir geben?
Nein, ich wollte nur sagen, dass er nicht nutzlos ist. Ja, gut, aber es steht gar nicht zur Debatte. Ein Präzisionsspiel. Jetzt lass den Mann doch seinen Zug selber machen. Du schaffst das. Es ist komplett aussichtslos gerade, muss man echt so sagen. Sehr schön, muss ich für irgendwas entscheiden. Ja, ich weiß. Jetzt. Ja, ich mache einen Blitzpfeil auf Gon. Ifrit meine ich. Also nee, musst du ihn ja nicht so nennen. Ja, ja, mach das. Hm? 18. Das trifft. Du lässt das zu, willst du sagen. Pass mal auf. Acht. Acht Blitzschaden auf Ifrit? Machst du eine Reaktion? Ja. Also, ich würde verbal reagieren, wenn du erlaubst. Mhm. Ach, Medrash! Das tut weh! Nice. Du manipulative Kuh. Gone! Flint liegt in der Feueraura. Was? Ja. Der Bardo ist dran, dann passiert seine Feueraura. Also hätte ich auch nicht würfeln brauchen. Ist ja direkt. Und dann ist der Bardo dran. Nein, nicht der Bardo. Der schaut an sich runter, sieht dieses Glitzern und den Strahl, der auf ihn geht. Und stapft nach vorne. Die ist eh weg. Ja. Aber langsam, weil er nicht mehr so schnell kann. 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4. Soll er weggehen? Face to face. Und damit ist er gespurtet und fertig. Eleni ist dran. Ja, ich mach genaues Zielen auf sein hässliches Gesicht. einem. Du hast Vorteil von Feenfeuer. Feenfeuer, sowieso. Ja, richtig. Ja, vielleicht bewege ich mich danach dann. Ich weiß noch nicht. Ich meine, du musst ein Feenfeuer machen. Mit einem magischen Pfeil mal wieder. Mm. Ich versuche mal, bringt mir das was? Ich glaube, das ist schon fast tot. Den Geisterstecher. Ja, der Geisterstecher. Rettungswurf ist 10, sollte also klappen. Bei dir. 25 zum Treffen. Das trifft. Und was hast du gesagt? 10 ist der Rettungswurf. Ja, 10, ich habe 15. Mhm. Das heißt, für 3 Runden ist seine Bewegungsrate. Warte, nee. Um für nicht. Was? Sorry, ich bin so aufgeregt. Vielleicht habe ich es auch scheiße geschrieben. Ich habe gerade noch daran gedacht, dass ich gleich Schaden auswürfeln muss. Muss ihm einkommen, um für nicht 3 Runden, also für 3 Runden, 3 Meter seiner Bewegungsrate zu verlieren und Nachteil auf Geschicklichkeitsrettungswürfe zu haben. Nicht 3 Runden, 3 Meter. Das drei ist Runden, 3 Meter hast du geschrieben, deswegen bin ich so hängen geblieben. Dann ist er noch langsamer. Ja. Und er kriegt Schaden. Den muss ich jetzt noch auswürfeln. Wie viele Debuffs der hat? Ja, das ist ein Boss, so muss das sein. Alle 6 auf 6. Ist nicht super Sechsen. Schwer Komm. Für dich Überblick zu behalten, das was das alles hat? Wollen wir da nicht ein paar weglegen? Das geht eigentlich. Das an der Peitsche ist ja nur Perrin. 18. Das sieht aus wie 18 Schaden. 18 Schaden, ja. Ist dann noch. Ist psychisch da fehlt auch, ne? Der eine W8 noch für den Kälte. Ja. Da kommt noch der eine W8 psychisch zu. Müsste sein, weil Gedanken. Ach ja, meine ich doch. Na, dann habe ich dir. Ja, nee. Dann habe ich dir auch gerade den falschen Scheiß vorgelesen. Ich habe den Kälte vorgelesen. Du bist ein bisschen durcheinander, glaube ich, aufgrund der Tatsachen hier. Flint liegt aber da vorne. Und, also ein W8 psychischen Schaden kriegst du jetzt noch und dann sage ich dir gleich, was mit dem... Welchen Fall hast du gegriffen? Den Geisterstecher. Okay. Also 5 psychischen Schaden kommen noch dazu. Hättest du auch den anderen greifen können. Das erste war 18, ne? Genau. Aber was sich geändert hat ist, den Rettungswurf hast du verkackt. Mhm. Zukünftige Intelligenzrettungswürfe und Weisheitsrettungswürfe, da bist du im Nachteil. Mhm. So, nicht langsamer. Das ist gut. Dann ist
ist es so. Was auch sehr cool ist. Ja, aber. Bitte erinnert mich dran, falls ich das nicht. Ich versuche. Intelligenz und Weisheitsrettungswürfe sind für ihn schwieriger. Alles klar. Bewegst du dich noch? Bewegung Bonus hast du noch über. Ich will ja zu Flint rennen, aber ich kann nichts tun. Dann renne ich. Ich renne wenigstens zu Perrin. Mhm. Und sag Perrin. Perrin! Gon ist ja nicht er selbst, aber er hat noch einen Diamanten. In seiner Hose. Hm. Ich will nur, dass du das weißt. Damit ich dieses Wissen geteilt habe, weil ich sonst gerade nichts machen kann. Ich habe den mittlerweile schon an der Hand. Oh. Das kannst du ihm auch sagen. Er ist an der Hand. Ihn an der Hand. Ich habe den Diamanten an die Hand genommen. Vor ein paar Folgen habe ich gesagt, dass ich den an mir angesteckt habe. Ja, so. Echt? Ja. Ich glaube schon. Diamantring. Hm. Okay. Dann bist du fertig. Das ist ja nicht, dass mir in die Hose greift. Und du hast eine 20 gewürfelt. Bitte sag mir, dass du eine 20 gewürfelt hast. Bei Flint? Nein. Ja. Ich überlege nur, was die Lady macht. Denn der Balor hat ja jetzt schon einiges an Zaubern auf sich drauf. Hinfort. Na gut, dann macht sie das ein bisschen entspannter. Sie nimmt etwas von ihrer Kraft, wodurch sie Norgovius wieder etwas näher an sich ranlässt und wirkt dabei aber einen Zauber auf Kiva. Direkt davor. Es war schön mit euch. Trifft dich eine 18. Ich bin sowas von down. Ich hatte noch zwei. Was kommt? Du wirst erstmal getroffen. Ach so. Wo hast du denn zwei? Also gar nicht, wie viel Schaden du kriegst. Ach so. Ich bin. Ah. Ja, knapp trifft sie mich. Ich hab 17. Warum hast du 17 her? Was? Ich hab halt Trefferpunkte. Die hier sind die Trefferpunkte. Das ist die Rüstungsklasse. Rüstung muss 15 sein. Dumm. Da hast du noch viel mehr. Dann hast du noch viel mehr. Ja, geil, entschuldigt, ja, ich bin total behindert. Okay. Wann ich hatte. Okay. Sekunde. Du hast noch 19 gehabt. Sekunde. Danke. 19 Trefferpunkte. Okay, das ist gut, weil dich 17. Jetzt tatsächlich auf 2. Ah, okay, dann ist der gleiche. 17 Kälteschaden treffen, als von oben aus ihrer linken Hand, während sie dort Norgovius gegenhält. Ist es zufällig eine Energie, die sie wirkt? Ist doch bestimmt eine Energie. Ein Energieschaden, den sie mir zufügt, nein, oder? Kälteschaden. Nein, Schade. Ist doch kein magisches Geschoss? Nein. Pass auf, du musst jetzt, weil du getroffen wurdest, musst du dein Feenfeuer, musst du gucken, ob das noch weiter wirkt und du musst einen Konstitutions... Was? Die muss nichts würfeln. Doch, weil sie konzentriert sich auf Konzentration. Den... Ja, das stimmt, das schon, ja. Konzentrationsrettungs... Auf das Feenfeuer, oder? Machst du nie, ne? Nee, mach ich nie, deswegen weiß ich nie, was ganz man da ganz normaler Konstitutionsrettungswurf. Ja. Konstitutionsrettungswurf. Du musst einen 20er nehmen, den du immer nimmst. Genau. Und hast hier deinen Rettungswurf und nimmst den Konstitutionsbonus drauf. Okay. Na, ganz toll. Das ist eine super 7. Dann ist das Feenfeuer nämlich leider von dem Feen Blut weg. Dann ganz ist eine Konzentration toll. Runter. Ganz toll. Super gemacht. Gut, dann endet das. Das war ja auch ihr Ziel. Ja, der eisige Strahl aus blau-weißem Licht trifft dich. Deine Konzentration endet, sodass das Feenfeuer zumindest für Eleni was gebracht hat. Ansonsten aber... Ich bin runter. Oh Gott. Hat sie nicht gesehen. Fuck. Und oh Mann, das wieder endet. Aber Elenis Auswirkungen sind noch da. Und du sehr wenig Leben hast. Das war dort oben, das ist rüber. Ifrit ist dran. Eleni, wo willst du denn hin? Wir haben uns doch gerade so schön unterhalten. Perrin, machst du bitte einen Intelligenzrettungswurf? Hast du gezählt? Reichweite? 120 Fuß. Oh ja. 11. Machst du das Grad 4 Ding? Okay. Grad 4. Leute. Macht mir doch keinen Schaden. 28 psychischer Schaden auf dich. Easy. Und
Du bist bis zum Ende meines nächsten Zuges kampfunfähig. Das ist so mies. Oh, ich habe sogar einen Würfel zu wenig geworfen. Tja, schätze, das ist jetzt Kanon. Bleibst weiterhin kampfunfähig, leider. Ich hasse es. Als du dich gerade wieder... Nie wieder Mocha. ...aufrichtest und deinen Namen gut, hörst. Gut, und ein unfassbarer Kopfschmerz durch die Worte, das Wort deines Namens in deinen Kopf hereinfährt und du dich krümmend zusammenwindest. Und Malediktor fliegt hoch. Kiva ist dran. Danach nicht Perrin. Völlig konzentriert. Okay. Brennt es bei Flint noch? Nein, es brennt nicht. Ich nehme an, Bernie kann fliegen. Ja, natürlich kann er. Kann er noch fliegen? Er hat diese goldenen Ketten, sind noch an ihm dran. Ach so, okay. Also, aber die halten ihn am Boden. Die halten ihn am Boden. Dann wirke ich Gedankenpeitsche auf Bernie. Alles klar. Auf den fliegen ein Stück zurück danach. Auch da mache ich wieder einen Rettungswurf, meine ich. Steht im Zauber drin. Gedankenpeitsche sagst du ihm jetzt. Er macht einen Intelligenzrettungswurf. Mhm. Aber Nachteil. Ja. Yeah. 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 Ich hab den gedacht. Yeah. 7. Yes. Sehr gut. Ich peitsche ihm voll in seine Gedanken. Und du machst Schaden. Er ist, und ich mach so dein, Schaden. Dein ich gebe dir immer nur einen weniger, weil du ja mit deinem wirst. Ja, aber deine sind irgendwie, glaube ich, besser. Nee. Heute nicht. Komm schon, mach ihn Kickbox. Semi-Kickbox. Sind 10, bevor sie ewig. Entschuldigung. Danke. Nein, nein, bitte. Ich sehe es auch nicht so gut. Aber meine waren gut, schau. Deine sind mega, sag ich doch. Okay. Dort 5 Meter entfernt vor ihm in der Luft. Halb zerstört, halb röchelnd. Holst du deine Peitsche. Du mieses Stück Scheiße! Kein Bock mehr! Irgendwann reißt auch mir meine Geduld. Ja, hier, Schnur, Faden, irgendwas. Und lässt die Peitsche los, direkt auf seine Stirn. Und er geht etwas runter. Hässliche Fresse! Aua, willst du dich noch bewegen? Ja. Das wollte ich nur mal gesagt haben und fliege zurück. Und das ominöse Vorausschauen. Tja, Kiva ist auch tot. Doch sagt er was mit Ripp. Perrin wird übersprungen. Ach, was? Ist voll. Nicht mehr. Also ist gleich erst nicht mehr kampfunfähig, aber ja. Medrash ist dran. Was hat Kiva für eine Bewegungsrate? Die fliegt langsamer, als sie läuft. Ich stampfe Richtung Flint. Erlaubst du mir... Genau. Das ist alles, was ich... Das ist deine Bewegungsaktion. Schleppst dich erschöpft nach vorne. Ja. Erlaubst du mir, Mocha zu nehmen, um einen, um meinen Edelsteinflug zu reaktivieren? Es stellt einen Zauberplatz wieder her. Stellt es auch den Edelsteinflug wieder her? Wenn du Mark nimmst? Ja, eine Portion. Ich lasse dich als Bonusaktion Mark nehmen und dich darauf konzentrieren. Boah. Midrash nimmt eine weitere Portion, wo der schon unter dem Einfluss einer ist. Gib mir mal einen Konstitutionsrettungswurf. 17. 17, sehr gut. Beim Schleppen, dann nimmst du das, konzentrierst dich darauf, dass du nach vorne fliegen willst und weniger edelsteinmäßig, aber in gleißender Energie wachsen dir in Form deiner Flügel goldleuchtende Edelsteinflügel. Wow. Willst du weiter in die Richtung? Darf ich? Ja. Ja.
direkt zu flintern. Dann lasse ich dich damit nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 rüber in die Richtung fliegen. Aber Moke. Aber jetzt habe ich keine Aktion mehr. Nein. Das war bis einmal gelaufen und dann nochmal gelaufen. Okay. Sehr stark. Die Feueraura trifft niemanden und er bewegt sich. Mehr kann er sich nicht bewegen, aber es reicht als Bewegungsaktion. Die zwei Felder. Toll. Feueraura, love it. Mhm. Und macht dann einen langsamen. Nein, nicht nein, langsam, macht er nicht. Auf, weil er nicht mehr kann. Sehr gut. Gedankenpeitsche. Wunderbar. Dann ist er fertig, weil er sich bewegt hat. Danke fürs Aufpassen, Finn. Ja. Ja. Ihr müsst das für mich machen. Ich kann so viel nicht mehr. Ja. Ich kann übrigens nie wieder angreifen. Aber dann endet und er auch. Ist nächste Runde fünfmal dran. Ich meine, der endet dann aber auch die Peitsche. Ja. Bonus, oder? So. Ja. Dann hat er sich bewegt, aber ja, die Aura ist natürlich gefährlich. Eleni ist dran. Bin ich im Nahkampfbereich? Bin ich nicht. Ich kann noch schießen. Du kannst. Weil er so nah an mir dran steht, meine ich. Achso, für dich ist es kein Problem, aber sein Langschwert ist groß genug, um dich treffen zu können. Er müsste nicht noch näher an dich ran. Ja, zitternd und unsicher ziehe ich jetzt aber diesen Eiszapfenpfeil okay. raus. Möchte genau anvisieren, damit ich mit Vorteil würfeln kann. Mit einer. Ich muss immer. Ich bin so aufgeregt immer. Alles gut. Mit einer 23. 23 trifft. Okay. Das hier ist der für Kälte. Also zwei Kälte schon mal. Mhm. Und 15 Stichschaden. Mhm. Und jetzt hat er für 3 Runden 3 Meter seine Bewegungsrate. Ne? Ah, okay. Dann hätte er sich ja eben sogar mehr bewegen können. Aber egal. Genau, egal. Ja. Und Nachteil auf Geschicklichkeitsrettungswurf jetzt auch noch. Also auf Intelligenz, Weisheit und Geschicklichkeit jetzt. Okay. Alle Buffs, die du hast, ja. obendrauf. Krass. Das hält jetzt eine Runde länger als das andere, aber okay. Müssen wir uns auch mal versuchen zu merken irgendwie. Ich streiche mal die Runde durch. Sehr gut. Du lässt den Pfeil voll unten direkt von der Sehne und triffst ihn ins Kinn, wo der Pfeil feststeckt. Der macht eine Bewegung, der knackt ab und ein bisschen hängt noch drin und guckt böse auf dich runter. Die Kälte scheint ihm eher weniger auszumachen, denn das Einzige, was Perrin nicht gerufen hat, ist, dass er auch kälteresistent ist. Hab ich schon. Mm-mm. Du hast Blitz gerufen und Feuer und Gift. Fuck, das hatte ich vergessen. Ja. Du hast gesagt an die Magier und ich glaube, du hast dann geguckt, was die so können ja. und so. Und dann ja, hab ich gedacht, an Kälte habe ich gar nicht ja. gedacht. Genau, bewegst du die noch? Oder hast kann du ich nicht, sicher ich habe genau das Ziel. Okay. Ja, dann ist Flint. Mhm. Und immerhin würfelt er noch. Ich würfel 6-mal und danach nicht mehr. Oder 5-mal. Ja. Ich kann nichts machen. Ich auch nicht. Hier oben ändert sich nichts. Medach versucht ja schon alles. Und Ifrit ist dran. Hör auf, Junge. Was habe ich euch denn getan? Warum rennen denn alle weg von mir? 14 zum Treffen, Medrasch. Trifft nicht. Und hinter dir fliegt so ein Feuerfall an dir vorbei. Suchst du das hier, Eleni? Und zeig dir so einen Diamantring. So. Ich habe ja Flint gesehen da hinten in der Ferne. Ich mache noch meine Bonusaktion, um meine Punkte ein bisschen zu verteilen. Mhm. Und das habe ich nämlich letzte Runde nicht gemacht, das mache ich mal jetzt. Mhm. Fertig. Und Maledicta greift die zwergische Apparatur an. Okay, ist nur eine 20 bei. Oh, hör auf. Die war schon immer ein gutes Mädchen. Mhm. Okay. Was? Ach so. Der, Krit. Der Strahl, der von oben das Licht durch die Nacht durchdringt und in den Balor einschlägt, ist immer noch total auf die Brust fixiert, flackert ein wenig, ist aber noch am Leuchten. Und dann ist Kiva dran. Danach endlich Perrin. Okay, ich wirke Feenfeuer auf Bernie. Okay.
Mit Nachteil wegen des Geschicklichkeitsrettungswurfs, ne? Na, er hat Nachteil, du hast ja nichts. Es ist dadurch nur ein einzelner Wurf und er hat eine künstliche 20. Ach, hör was? Auf! Also passiert nichts. Ja. Du lässt, versuchst nochmal, die Lichter dort anzubringen, aber dieses Wesen scheint zu stark zu sein. Es war vorhin eher ein Glückstreffer. Ich, verdammte Kacke. Und, kann ich, ja, nicht. Wege mich ein Stückchen falschen Seite des Himmelherrschaft, wie kann man... Ich drücke aufs falsche Knöpfchen. Sorry. Und ich, fliege ein Stückchen hier hin. Ja. Weil, warum nicht? Das muss sehen von der Welt. Das kannst du tun. Perrin ist endlich dran. Ich wirke Nebelwolke. Hm. Und zwar so, dass Eleni und ich ungefähr schon einen halben Meter drin sind. Ja. Und auf den Baler wahrscheinlich. Ja, sodass er eben auch... Radius? So, kreisförmig? Oder? 6 Meter Radius. 6 Meter Radius, okay. Na, ist das der Große. Also ihr wollt noch drin sein? Ich... Lass mich kurz überlegen, wie genau... Achso, es reicht ja, wenn er sozusagen nichts mehr sieht, ne? Wie hoch ist das Ding denn? 6 Meter also das Radius. Radius, eine Kugel, ne? Dann machst du es ein bisschen höher, dass sein Kopf auch vor allem drin ist, wahrscheinlich. Ja. Ja. Also das Ding ist ja der Radius, das heißt, die Kugel ist auch dementsprechend so groß. Aber kommt nicht auf den Boden? Dann nicht, wenn du es höher machen willst. Bevor ich das mache. Ja. Wo sind Norgovius und Urinella? Hier. Das heißt, von wo aus würde ich sie sehen? Du siehst die. Auch trotz Nebelwolke? Ne, wenn die da ist, nicht. Nee, dann musst du nach hinten laufen. Gut, mache ich. Nebelwolke gewirkt auf ihn. Ich renne nach hinten. Ist ein Gelegenheitsangriff. Aber er sieht mich doch nicht. Er hat wahre Sicht. Oh. True Sight. Haut mit seinem Schwert. Und das ist... eine 33 zum Treffen. Trifft nicht. Ich würde nichts bringen. Hat er irgendwelche Buffs, die ihn davon abhalten? Ich glaube nicht. Intelligenz ist zu blöd. Geschicklichkeit. Du bekommst so durch das Schwert 14 Hiebschaden und 6 Feuerschaden. Ich fall um. Dann endet die Nebelwolke. Konzentration oder nicht? Ja. Eure Abenteuer enden hier bei mir. Und dann ist Mitra dran. Wie weit tragen mich meine goldenen Flügel? Schön, du das gesagt hast. 9. Alles, was geht in Richtung Flint. Mhm. Also kommst ran. Sofort. Ja. Das, mach. Christian? Das ist bei mir Gehausregel, dass man es hören muss, ne? Hören können muss. Ja. Ich weiß nicht, was dein Ziel sein wird. Deswegen. Kein Bewusstloses. Deswegen. Ist ja, weiß, was passiert hier. Würdest du es trotzdem tun? Deshalb sagtest du das. Ah, okay. Ja, aber das wusste ich ja schon von Anfang an. Ich behalte es mal im Kopf für irgendwann später, wenn du erlaubst. Ja. Okay. Aber ja, erlauben würde ich es. 7. 7 auf Flint und kippst ihm das in den Mund. Es passiert nichts. Es ist kalt. Willst du stumm dastehen und nichts tun? Oder möchtest du noch irgendwas sagen? Flint ist tot! Sein Heiligenschein
ist verschwunden. Dann bewegt der Balor sich nach vorne. Nein, braucht er gar nicht, er haut Eleni. Mit seinem Schwert. Und das ist eine 29 zum Treffen. Boah, Alter. Und macht dabei 15 Hiebschaden und 2 Feuerschaden. Als das lange, feurige Schwert runterkommt und dich einmal fast von den Füßen schmeißt. Und dann kann er nicht mehr tun. Und du bist selber dran. Kann ich trotzdem noch genau zielen? Ja. Nebelwolk, ja. Nebelwolk ist weg. Wie ist mit der Konzentration drauf? Ich warte kurz. Nee. Siebzehn zum Treffen reicht. Ich habe gelogen, warte. Kommt der 7 drauf. 14. Dann reicht's leider nicht. Ja. Okay. Dann ist dein Pfeil los. Triffst ihn gegen den Arm und er geht nur so ein Stück rein und fällt dann wirkungslos herunter. Gibt es trotzdem einen Sekundäreffekt? Welchen hast du gemacht? Nee, ich habe keinen gewählt. Ah, keinen? Gar keinen. Okay. Dann passiert dabei nichts. Dann renne ich zurück, auch wenn er. Darf er nach mir schlagen? Weiß ich nicht. Sonst mache ich Rückzug als Bonus. Mhm. Und wohin? Neben Kiva. Mhm. Ja, durch deinen Rückzug weichst du unter durch. Du musst meine Freunde irgendwie retten, bitte! Ich kann sie nicht heilen! Ich versuche, was ich kann, aber heilen kann ich leider nicht mehr. Flint ist. Weißt du nicht? Weiß ich nicht, okay. Aber Perrin liegt bewusstlos am Boden. Perrin liegt, wirke Vortex-Verzerrung auf Perrin und transportiere ihn zu Medrash? Zu Medrash! Das hat, 27 Meter, glaube ich, Reichweite insgesamt. Das ist 3, 6, 9. Das geht, ja. Was mit uns geschehen wird, kann ich nicht sagen, aber vielleicht kann Medrash noch irgendetwas bewirken. Du hättest was bewirken können. Das sagst du mir jetzt. Ich bin noch nicht nah genug dran an ihm. Ich habe dieses Resilienz-Dings da. Perrin zu dir holen können, um ihm halt. Nee, du hast auch den Heilstein, den wir haben. Ja. Du hast doch den roten, oder? Ja. Mhm. Du hast den roten, ja. Oh mein Gott, ich bin so weit. Der steht da. Aber hey, immerhin ist er jetzt da hinten gerettet. Natürlich sage ich dir das vorher nicht. Du musst das selber machen. Nee. Ich lasse dich gerne auch woanders hin teleportieren. Dann. Kurzfristig verwirrt. Ich teleportiere nicht zu Medrash. Ich teleportiere ihn zu mir und zu meinem Heiltrank. Du fliegst. Also ich. Was? Entschuldigung, was? Du fliegst. Ich fliege. Fliege. Auf deinen Wesen. Ich wollte gerade sagen, geht das nicht? Nee. Du kannst du machen. Die Perrin ist ja leicht genug. Ja. Das erlaube ich dir. Whee! So, hier. Dein Wesen ächzt, knackt so ein bisschen, als er da erscheint. Diese Runde noch nicht. So, genau. Und einmal Heiltrank. Das kannst du leider erst dann in der nächsten Runde machen, weil es so viele Aktionen gibt. Okay, aber ich hab ihn jetzt bei mir. Ist das schon mal was? Flieg hoch. Und ich fliege ein bisschen aus der Reichweite, also ungefähr nach. Nach hoch? Nein, nicht ganz nach hoch, weil da sind ja die Kämpfer. Ich will auch nicht zu nah an die Lady ran. Ja. Ich fliege aus Bernies Reichweite hoffentlich und lass die Lady zurück. Entschuldigung! Oh Gott. Sorry! Schreckliche Situation. Ich bin gerade ein bisschen. Es ist super viel gerade. Ach nee. Du warst gerade davor dran, ne? Ja. Okay, gut. Weil ich
Da gerade irgendwie, ist das alles gerade passiert? Okay. Ich hab nur nicht so viel gemacht. Ja, genau, deswegen. Dann ist Perrin dran. Und, achso, ja. Mach. Ich wollte gerade sagen, sorry. Das ja. Guckst du mich an. Und dann ist Medrash dran. Medrash, du spürst ein Kribbeln in deinen Händen. Habe ich dieselbe weiße Energie, die auch Perrin hatte? Aktuell nicht, du spürst nur ein Kribbeln. Und du hast 6 Sekunden. Was tust du? Wie tragen mich meine Flügel immer noch 9 Meter? Ja. Dann Richtung Gon. Okay. Ja. Kannst du als Aktion nochmal fliegen, wenn du willst? Spurten. Wenn du näher nein, hast. Ich greife an. Dann hast du deine Aktion noch über, dann kannst du angreifen. Dickes Statement von mir. Ich hoffe, dass der Smoker vielleicht so viel ausgelöst hat, dass meine, ich weiß es nicht, Blockade oder was auch immer es war, überwinden kann und möchte auf 3. Grad sengenden Strahl wirken. Mhm. Blitzstrahl oder sengend? Sengenden. Mhm. Auf wen? Auf mich? Auf Ifrit. Aber also mit Blitzelementar. Das mit Blitzschaden. Ja, genau, ja, das meine aber ich. Aber du hast Ifrit als Ziel. Genau, ja. Richtig, ja. Okay. Du sagst nichts. Ich warte, bis du alle Würfel hast, um dir zu sagen, dass nichts passiert. 3. Du bringst es in die Richtung und gibst mir mal einen Wurf auf Arkane Kunde. Ach, ich hab dir das auch erzählt. 10. 10. Das reicht mir nicht, leider. Darf ich was sagen? Musst du was sagen? Flavor. Also wegen Komponenten? Nein, achso, na, ich habe mir schon Sattel. Okay. Aber ich würde was in Spiel ja, Flavor sagen. Na, Medrash, wer wird denn? Und damit bist du fertig. Der Balor ist dran, der sich immer noch sehr wenig bewegen kann. Und bewegt sich natürlich weiter an die Wesen, die er sehen kann. So, und dann noch ein... Er ist nicht mehr gemind-whipped, richtig? Das heißt, er kann mehrere Aktionen machen. Dann bleibt er da stehen, da einer, und benutzt seine Peitsche auf Eleni. Mit einer 17 zum Treffen. Ich benutze mein Schild als Reaktion. Sehr gut. Du hast nicht mehr, wie viel du noch hast. Ja. Die Peitsche geht runter und Eleni wieder blockt das Ganze ab. Feuersplitter, Sparks gehen von dem Schild aus, als die Peitsche dich trifft und du sackst runter unter der Wucht, nimmst aber keinen Schaden durch die Peitsche. Sagst aber nichts. Mm-mm. Okay. Schweine. Da musst du selber dran. Ich ziele wieder auf ihn und schieße. Was anderes kann ich nicht tun. Besonderer Fall? Ja, keine Ahnung. Ist ja egal, wenn ich tot bin, kann ich sie auch jetzt benutzen, ne? Aber er ist ja auch gegen alle Simon. Ich nehme so einen Blitzstrahl, nehme ich. Mhm. Ja. Erstmal treffen, ne? 22? 22 trifft. Okay. 9 Stichschaden. Hey, mir fehlt ein 8er. Wo ist er hin? Ah, ne, das ist der. Warte. Neun Stichschaden. 9 Stich. Und 4 Blitzschaden. Mhm. Und, ein Geschicklichkeit-Rettungswurf, bitte. Jawohl. 14. Nicht geschafft. Achso, doch, ja, 14, ja. Ja, aber das war der W8, den du jetzt noch zum Blitzschaden dazu gerichtet hast. Also passt halt. Ja, stimmt, weil das ist der Blitz. Ja, genau. Ein Blitzstrahl geht von deinem Bogen aus und trifft ihn an der Schulter und versenkt dort etwas, verbrutzelt dort, lässt dort schwarze Funken
eine schwarze Schmauch entstehen. Und du hast sicher gezielt? Mhm. Darf mich nicht bewegen. Dann, muss wohl da oben etwas passieren. In diesem Moment. Und boah, das ist wirklich. Das ist wirklich gefährlich, was bei euch da alles passiert. Mann. Also, Mensch, da hättet ihr wirklich, also, ich würde ja sagen, also, wenn nicht, dann, also wirklich. Es gibt sogar einen Zauber der Blitzfalle, heißt sich gerade. Aber egal. Ifrit. Ja? Mach doch mal bitte einen Geschicklichkeitsrettungswurf. 8. 8. Norgovius dort oben schon kurz davor von den Strahlen der Lady vereinnahmt zu werden und bringt ganz schnell noch einen Strahl nach unten auf Ifrit runter. Einen mächtigen Blitzstrahl, der dich von oben trifft und runterdrückt und dir 35 Blitzschaden gibt. Mhm. Warte, ich muss rechnen. Minus 3. Ja. Nicht ganz. Nein, nicht ganz. Aber ich weiß ja. Und brüllt dabei taumaturgisch auf das Schlachtfeld, was ja komplett auch Lärm ist durch die Kämpfe da hinten, sodass ihr es hören könnt. Bringt eure Gruppe zusammen! Bring your shit in order. Warte. Bringt eure Gruppe zusammen. Wir sollen zusammen kommen oder so. Oh, Rieke. Entschuldigung, ich hab Spaß. Und Ifrit ist dran. Und ich schüttel mich und twitche so ein bisschen mit den Augen und sehe Medrash anfliegen und zieh mir einen Ring vom Finger und schmeiß ihn dir rüber und sag, flieg damit zu Flint! Heile, heile, kleiner Froschpopo! Du kriegst einen Diamantring zugeworfen und warte, 18, 13, 17 Heilung. Temporär auch? Nee, es ist Healing Word. Komm! Und nachdem ich das ausgesprochen habe. Warte mal, das war ein Bonus, ne? Ja. Ja. Lass ich nochmal Feuer in meinen Händen entfachen und ziele auf Kiva mit einer 14 zum Treffen. Fliegt auch an dir so ein Flammenfeuer. Vorbei. Nutzt deine Hexenverteidigung, drückst den Besen etwas runter, als du etwas anfliegen siehst und fliegt über dir vorbei. Alter, meine Nerven. Maledicta greift oben die Apparatur an. Und es flackert weiter, aber der Strahl bleibt bestehen. Und dann ist Kiva dran. Ich gebe Perrin den köstlichen Heiltrank. Ein Punkt der Schöpfung hast du ja hoffentlich auch. Ja, noch nicht. Ich war mir nicht sicher, ob ich wiederkomme. Oh, ich sehe Einsen. Ach du Scheiße, ist das schlecht. Entschuldigung. Sie hat bestimmt diese Hexenfähigkeit, dass sie Einsen nochmal werfen darf. Hab ich nie. Okay, das war die Flasche.
7, 8, 19. Ja, 11. Plus 6, oder? Ja. Ja. Hey, 17 ist gar nicht schlecht. Kann ich noch irgendwas machen? Das war deine Aktion. Wenn du noch eine Bonusaktion hast, bin ich mir nicht sicher, aber vermutlich irgendein Zauber. Also ich kann nichts mehr wirken. Feenfeuer ist raus. Ja. Dann, Du hängst über den Besen. Ich klopfe ihm die Schulter. Es ist alles gut, alles gut. Tief durchatmen, tief durchatmen. Ich tue mein Bestes, Eleni. Danke. Ich gucke mich um. Moralisch. Bin ja auch dran. Mhm. Was habe ich verpasst? Ich gucke mich um. Sieht nicht so ganz so gut aus. Gehe den Plan an, den ich davor schon hatte. Mhm. Wirke fesselnder Schlag auf meine Armbrust. Sage, ranke. Und ziel auf die Lady. Die Armbrust, die da unten auf dem Boden liegt. Ich habe noch eine zweite. Sehr gut. Ich hatte ja zwei, yeah. Kein Problem. Und wirke fesselnder Schlag auf meine Armbrust. Und ziel auf die Lady. Mhm. Mit Nachteil. Das ist zu weit weg. Komm schon, Bitch. 14? Reicht nicht, um sie zu treffen, leider. Ich ziel nochmal auf sie. 20? Echt? Ich brauche einen Konstitutionsrettungswurf von der Lady. Mhm. Nein, warte. Ich brauche einen. Das wird sie schaffen. Echt? Mhm. Auch wenn es Stärke wäre? Stärke-Rettungswurf. Ja, ja. Stärke ist 19. Ja, toll. Dann kriegt sie nur Schaden. Mhm. Und weil sie mich mal ankotzt, mache ich auch noch einen bevorzugten Gegner drauf, die Kuh. Und kriegt, ach, das ist nicht schlecht, kriegt, Das wollte ich gerade anmerken. Genau das war nämlich auch mein Plan. Ja. Aber meine Armbrust hat halt eine größere Reichweite. Ja, zum Glück, ja. 16 Schaden. Okay. Normalen Stichschaden. Magisch liegt ja am Boden. Sie ist dort oben mit ihrer Magie beschäftigt. Plötzlich einmal... Was? Wird von der Seite getroffen, einmal so von unten in den Bauchregion. Ja, und dann gucke ich noch. Ich bin am Boden am besten. Ich fliege. Nee, du machst gar nichts. Sorry, ich weiß das. Nein, es ist nur mein. Midrasch. Ich fliege sofort zu Flint. Und dann? Ich weiß nicht, wie Flint das immer gesagt hat. Aber kehre zurück ins Leben! Und deiner emotionalen Gestalt, die du gerade hast, bringst du den Diamanten runter auf die Brust von Flint und mit den Worten beginnt deine Hand zu kribbeln und hell zu leuchten und pff, Flint kehrt ins Leben zurück. Fuck me! Oh, hot damn! Ein Trefferpunkt. Okay, kriegen wir die Bitch jetzt. Ihr sollt euch sammeln, hat er gesagt. Ja, wir sollen uns sammeln. Flint und ich haben das nicht gehört. Genau. Damit ist dein Zug vorbei. Darf ich noch was machen? Nein. Damit ist dein Zug vorbei. Ach so, ich dachte, das war eine Frage. Ich hatte es nicht wirklich gesagt. Okay, ich nehme doch wieder Mucker. Wenn Flint jetzt den Mucker immer noch nicht mag. Also. Das Problem ist, dass du natürlich auch durch diese Nutzung extrem erschöpft bist und den nächsten Zug aussetzen musst. Ja, okay. Der Balor ist dran. Endet da der erste Effekt inzwischen? Ja, der müsste jetzt enden. Das heißt, er hat die Geschicklichkeitsrettungswurfgeschichte hat er noch und die Verlangsamung, ne? Nee, ja. Ja. Genau das. Dann versucht es. Nö. Er versucht es nochmal bei Eleni, weil die beschießt ihn die ganze Zeit. Mit seiner Peitsche. Und das ist eine 26. Da hilft auch mein Schild nichts. Dann machst du mal bitte einen Konstitutionsrettungswurf. 10. Mhm. Nee, 11. 12. Sorry. Ich hab, ich sag doch einfach 20. Nein, das ist 12. Okay. Eine 11 gewürfelt und plus 1. Du kommst erst einmal 10 Hiebschaden und 2. Dann liege ich schon. Okay. Und das Letzte, was ich sage, ist: Flint, du lebst!
Wie tragisch. Ja. Und die Peitsche trifft dich und besiegt dich und zieht dich dann noch ran. Auch das. Ja. Das macht er als seinen Zug. Oh. Und lacht dabei. Und dann ist Flint dran. Was? Du lebst, mein Freund. Oh. Ich richte mich auf. Ich bin erschöpft jetzt mit einem. Nee, wie viel? Ja, einer reicht. Reicht mir echt. Plus eins. Also ein mehr, als du hattest. Weißt du, wie viel du hattest? Wenn du keine Erschöpfung hattest, dann hast du jetzt eine Erschöpfung. Das heißt, es ist alles cool. Ich habe eine Erschöpfung, ja. Darf ich noch ganz schnell was sagen? Ich finde es ja in Ordnung. Du hast mal zwei gemacht. Medrash, hast du zwei gegeben. Durch, deswegen, ich durch die direkte Wiederbelebung? Mhm. Okay, ja, dann muss er zwei kriegen. Also. Ja, ich war kurz am Überlegen. Weil du hast Medrash durch die Lady, ne? Und dann haben wir ihn wiedergeholt und dann hast du gesagt, er kriegt zwei Erschöpfungen, weil vom Tod. Mhm. Yeah, right. Also das war deine Argumentation. Ja, okay, weil. Genau, ich mache einen. Sorry, einen das ist Hausregel. Ne? Einen, ein auf, wenn du umkippst und zwei bei Tod. Ja. Also halbe Bewegung. Und Nachteil auf Rettungswürfe. Attributswürfe nur. Attributswürfe. Also Angriffe, Rettung ist heißt, gut. Aufstehen, mehr kann ich gar nicht machen. Nur aufstehen erstmal. Ja. Erlaubst du mir noch einen? Kannst du aber nochmal spurten sonst. Also Aktionen benutzen zum Bewegen. Ich habe wie viele Lebenspunkte? Ein. Erlaubst du mir einen Satz als Reaktion? Klar. Norgovius will, dass wir uns alle sammeln. Aber Mirisch sieht heftig erschöpft aus. Fuck. Flint, du hast noch eine Aktion über. Das ist scheiße. Ich stelle es mal hier hin, ne? Oh, du hast das Pferd angeworfen. Ich stelle ihn gleich wieder hin. Hey! Vom Besen gefallen. Ich sage, aller Schmerz vergeht im Licht, greife mir auf die Brust und wirke Wunden heilen. Mhm. Auf den, warte mal. Jetzt muss ich noch einmal kurz gucken. Auf den dritten Grad. Mhm. Kannst schon weitermachen, ich würfel dann erstmal. Okay. Ja, bitte, nimm dir, bedien dich. Gott. Ich muss auch gerade gucken, was ich machen will, deswegen kannst du gerne weitererzählen. Krieg 16 Lebenspunkte zurück. Mhm. Das Problem ist, dass man diese großen, die hochgradigen Zauber nicht so gut kennt. Die selten einsetzen, ne? Du hast am Anfang gezittert, jetzt zitter ich. Echt? Mhm. Aber mir ist auch schon wieder so kalt. Ist dir kalt? Mhm. Oh, nee, mir brennen die Ohren, ey. Literally. like In-and-Out-Game. Samesies. Kriegst du auch immer so warme Ohren? Kann ich? Flecken krieg ich auch. Ja? Kann ich als Bonusaktion noch den Resistenztrank in die Hand nehmen? In die Hand nehmen gerne, ja. Kein Problem, das ist als freie Aktion. Und den bereithalten? Das kannst du gerne tun, ja. Ihn verabreichen ist eine Aktion? Wenn du es jemand anderem gibst, ja. Selber trinken ist Bonus. Und wenn ich jetzt schon als Bonus schon mal das Fläschchen öffne und den Daumen drauf halte? Dann ändert sich daran nichts. Ja. Okay. Dann beende ich meinen Zug. Alles klar. Da oben konzentrieren sich weiter und Ifrit ist dran. Ich bin dran, ja. Sekunde, ich brauche nur eine Sekunde. Das ist gut, dann bin ich schneller. Dann wird Norgovius doch noch was machen. Gut, dass ich die abgelenkt habe. Er ist auch gerade ein bisschen einfallslos.
Macht aber, versucht aber trotzdem, Ifrit mit einer 19 zu treffen. Sehe ich, was er macht, bevor er mich trifft, oder weiß man das nicht, wenn er trifft? Also blitzt es oder blitzt es nicht? Nee, es blitzt, das kannst du nicht erkennen. Er versucht, einen Schadenszauber zu wirken. Dann kann ich auch nichts aufhalten. Also würdest du gegenzaubern wollen? Könntest aber bestimmt, der ist doch so hochgradig. Aber die Reichweite wird wahrscheinlich das Problem bei Gegenzauber. Ich gucke mal. Aber selbst wenn, also ich weiß ja, dass der 60 Meter, ist, 60 Fuß ist zu wenig. Ja. Ja, und Shield geht nur für Nahkampfangriffe, gell? Nee, geht auch bei Fernkampf. Du kannst shielden. Tut mir leid. Guck mal, Eleni. Ein grünlicher Strahl auf dich heruntertritt. Ich kann nicht mal gucken. Ach so. Naja, dann ist es ja sogar noch bitterer. Der grünliche Strahl auf dich runterkommt und du keinen Schaden nimmst. Und die Lady weiter Richtung Nogovius fortschreitet. Und jetzt Ifrit dran ist. Erst nimmt ihr mir fast meinen Körper und dann auch noch meinen Schmuck! Ich laufe ein paar Schritte auf die Hexe zu. Und so nach da. 1, 2, 3, 4, 5, da hin. Perwin müsste da nochmal hoch. Mach mal bitte einen Stärkerettungswurf. Das kann ich ja so gut. Was ist denn das? 3. 3. Ich hab schon eins abgezogen. So. Mhm. Du bewegst dich nach vorne und als du 2 Meter gelaufen bist, merkst du, dass dich irgendwas zurückhält. Und du drehst dich um und eine durchscheinende Gestalt einer älteren Frau ganz hält dich am Arm. Nicht so weit, Ifrit. Ha? Bewegen kannst du dich nicht weiter. Kann ich mich umdrehen? Ja, ja, du siehst das. Schlampe. Mehr machst du nicht. Sorry, Kids. Deine Aktion hast du noch über, also Bewegung ist gestoppt. Ja, Reaktion habe ich ja schon für genau. Aktion. Achso. Ich möchte mit dem nekrotischen Stab einmal hinter mich wischen. Okay, mach mal einen Angriff mit dem Stab. Oh. Ist das, kommt da mein ganz normaler Modifikator drauf oder der von Geschick oder der von meinem Zaubermodifikator? Nein, das ist Stabangriff, Stärke. Stärke, dann ist es 14. Okay. Reicht nicht, um die Dame zu treffen. Wen? Die durchscheinende Gestalt zu treffen. Wen's es? Ja, das ist hier Saya zu treffen. Das, ich glaube, das ist realistisch, ja. Dass ich das Tom anhöre. Ja. Oh. Und dann hört ihr einen lauten Knall aus Richtung der Burg und der Strahl, der den Balor festgehalten hatte von oben, hört auf zu leuchten. Und er richtet sich wieder auf und ihr habt das Gefühl, dass seine Muskeln größer werden. Lieb's ja. Zu seiner ursprünglichen Form zurückkehren. Hey. Dann ist Kiva dran, danach Perrin. Der am Boden liegt. Genau, der ja eigentlich noch oben ist. Ich wirke Vortex-Verzerrung auf Eleni. Ja. Ja. Den Perrin habe ich ja noch oben bei mir, den halte ich schön fest. Ja. Wirke Vortex-Verzerrung auf Eleni, transportiere sie zu Medrash und Flint und fliege hinterher. Mhm. So schnell ist und halte Perrin gut fest. Genau. Und lasse ihn. Unten. Du kannst 2 Felder fliegen, weil du gerade jemanden schleppst. Kannst du mich jetzt endlich auf den Boden lassen? Gut, von mir aus, dann kann ich nach unten fliegen? Ja. Okay, ich fliege nach unten, lass ihn runter und fliege wieder hoch. Okay, du landest gerade so und hoch schaffst du, dann kommst du wieder dahin oder du kannst zumindest ein bisschen darüber, wenn ja, du willst. Ja, genau. Ja. Wie viel Bewegungsrad hat denn der Besen? Hm? 6 Meter Flug. Ah, okay. Und dann landet der da unten. Getan, 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 Perrin. Ja, du, ich renn mal rüber. Wohin? Richtung da, wo ich wo ich down gegangen bin. Mhm. Und holst deine Armbrust? Wenn ich das kann. Ja. Das geht. Ich lass meine andere Armbrust jetzt einfach mal fallen. Ja, gehst du dann weiter nach da? Oder? Ja, wenn ich das noch kann. Ja. Dass die fallen, nimmst beim Laufen die wieder auf. Du bist ja näher am Boden. Also ich stell's mir vor, dass ich so diesen coolen
Ich schmeiß sie weg, rutsche und mach so und dann stehe ich auf und renn weiter. Ich erlaub's. Und also spurten und ab geht die Luzi Richtung meines Trupps. Ja, okay. Dann möchte ich nach das leiden und dann da weiterlaufen. Ja, und dann möchte ich noch im Laufen mich zu Gonfried drehen und sagen, los Gon, setz dich durch! Und dann ist Medrasch dran. Und tut nichts, weil er erschöpft ist, Entschuldigung. Stimmt, ja. Woraufhin der Balor dran ist und das endet vermutlich auch bald. Ja, ne? Ja, das ist jetzt vorbei. Dann hat er keine Debuffs mehr. Null Debuffs. Null Debuffs. Macht einen, dreht sich rüber zu Kiva und macht einen Peitschenangriff. Yep. Natürlich ein 20. Er hat seine Kraft wieder. Dann bekommst du einmal 24 Hiebschaden. Völlig down, ich hatte noch zwei. Bonk. Und Feuerschaden. Ja, ich bin crispy. Warte, das ist aber tatsächlich sehr interessant, wie viel Feuerschaden und Feuerschaden. Ja, minus und dann hoch. Also das reicht nicht. Das wird nicht reichen. Dann müsste er 45 Schaden machen oder so. Oder dann wie viel Max hat sie? 32. Ja, dann müsste er 34 machen, das schafft er nicht. Ja, aber sie kriegt ja noch Fallschaden. Tut mir, oder nicht? Nee, wird rangezogen. Ah, okay, sorry. Gott sei Dank. Wird rangezogen, liegt aber in der Feueraura. Ja, aber ich bin doch eh, ich habe doch nur noch zwei Treffer. Tim wollte wissen, ob du tot bist. Genau. Ach so. Das ist, wenn genug Schaden gemacht wird, kriegst du keine Rettungswürfe, sondern bist sofort tot. Genau. Du liegst jetzt auf jeden Fall in einer bösen Feueraura. Und das sieht nicht gut aus. Für dich. Dreht sich dann rum. Macht einen Sprungangriff quasi auf Perrin. Springt darüber und bringt dann sein Schwert runter, nachdem er die Peitsche eben schon benutzt hatte. Ja, gut, dann. Ciao, Kakao. Das ist eine 30 zum Treffen. Was geht? Was meinst du? Ich vermute, das trifft. Ja. Aber es ist ja kein Crit zum Glück. Wie schön. Deswegen sind das 14 Hiebschaden. Ja, aber es kommt ja noch Feuer drauf. Und noch Feuer drauf. Ja, ich. Was ja. 8 Feuerschaden. Ja, Alter, ich hatte 17 Lebenspunkte. 8 Feuerschaden und dort fällt Perrin zu Boden. Das ist das Ende. Und Flint darf was tun. Ich gehe runter zu Eleni. Und sage erneut, aller Schmerz vergeht im Licht und wirke Wunden heilen. Mhm, das funktioniert. Und du bekommst 8 Lebenspunkte zurück. Halbe Bewegungsrate. Mhm. Ich hab gehört, Mocha ist cool. Nein, der Gedanke würde Flint nicht kommen. I mean. Look at those. Wie weit komme ich weg von den anderen? Mit einer Bewegung 3 Meter. Bewegungsaktion und Aktion 6 Meter. Wie hoch sind die über mir? 15 Meter. Ich gehe von den von ein Stück weit zumindest, also ich gehe von den anderen weg und rufe dabei, egal was passiert, bleib zusammen.
und rufe zu Bernie. Komm her, du! Du verdammtes Arschloch! Gerne. Dann bist du fertig? Ja. Okay. Also wenig Zeit zwischendurch nachzugucken. Mhm. aber das habe ich vorhin schon gesehen hier, deswegen muss das jetzt mal sein. Was für ein Bonus muss der drauf haben? Plus 14 zum Treffen? Hat er ja. Der trifft jedes Mal, es sei denn, er hat eine 1. Also bei allen außer Flint so ungefähr. Jedes Mal. Und macht dann zwischen 17 und 30 Schaden. Welcome to the life. Zum Fick wie? Würfel mal bitte 12W6 für mich. 12W6? Ja, damit ich nicht selber machen muss. Das ist gut für uns. Nicht schummeln, ist gut für uns. Ah, doch, schummeln. 16, 19... 19, 29, 31, 31, 37, 40, 45. 45. Nogovius schaut nach unten, sieht sich die Situation an und macht ein. Lässt in seiner zweiten Hand, die er nicht zur Lady gerichtet hat, ein. Weißen Lichtpunkt entstehen, der heller wird und bringt einen Sonnenstrahl herunter auf den Balor, der in hellem Sonnenlicht, in helles Sonnenlicht eingetaucht wird und sich an die Augen greift und 45 gleißenden Schaden nimmt. Schön. Und dadurch erblindet und desorientiert wird. Aber er hat doch True Sights. Deswegen ist er gleichzeitig desorientiert. Was soll er machen? Mal eben gerade 8 Zauber wirken. Dann ist Ifrit dran. Naja. Erst als ich dich haben wollte, hast du dich von mir entfernt und jetzt kannst du wohl nicht die Finger von mir lassen. Versuch mich loszureißen. Okay. Mach mal einen Athletik- oder Akrobatikwurf. Dann Akrobatik. Mhm. 5. Das wird vermutlich nicht reichen. Nein. Dann bleibst du dort festgesetzt. Kann ich nicht wirklich was machen. Ich kann doch, kann ich. Maler! Mehr muss ich nicht sagen. Okay. Kommt wieder heruntergeflogen. Und würde ich in der nächsten Runde erreichen. Die Frage ist, ob dich eine 16 trifft. Achso. Aber ja. Moment, ist mit Vorteil, weil Überraschung. Matched, ja. Trifft also. Okay. Dann spürst du, wie du von der linken Seite festgehalten wirst von Vences und du hörst von rechts: Lass meine Tochter frei. Und Krallen kommen in deine Schulter herein und treffen dich für 6 Hiebschaden. Also ungefähr so. Und dann bist du fertig. Ah, oh, das finde ich cool. Maledicta kommt runtergeflogen und Kiva ist dran. Und Perrin ist dran. Ich blicke am Boden. Perrin ist auch am Boden. Ja, heute endet doch die Kampagne, dachte ich. Ne? Und Medrash ist dran. Jetzt darf ich doch was tun. Komme ich mit 9 Metern an
an Perrin ran. Nein, um einen nicht. Ich habe ja noch die Flügel. Ja. Die schleppt mich auch nur 9 Meter. Ja, das ist deine Bewegungsrate. Du hast jetzt die 9 und nicht die halbe, weil du die Flügel gerade anhast. Kann ich eine Aktion benutzen, um ihn zu nehmen und weiterzugehen? Du kommst nicht an ihn ran. Du bist um ein Feld nicht nah genug ran, um ihn zu packen. Und wenn du dich näher ran bewegst, dann hast du die Aktion nicht mehr, um ihn zu packen. Kann ich leider nicht durchlassen. Dann gehe ich nicht zu ihm. Okay. Sondern? Ich feuer einen einen sengenden Strahl mit Blitzzauber in der Hoffnung, dass Gon mich vorhin, also Ifrit, mich blockiert hat und es jetzt nicht länger tut. Auf wen? Auf Bernie. Okay. Auf den Balor. Ja, mach das. Ich glaube, Bernie ist... Machst du alle deine Bernie Angriffe mit Nachteil natürlich. Aber diesmal zweiter Grad. Ja. Genau. Sag's mir gleich, wenn es nicht geht. Es funktioniert. Ach, viel zu weit weg. Ja. Lass gehen. Gottes Willen, nee, ich hab nichts. Das ist doch nicht mal im Traum. Wer jetzt zurückspulen möchte zum ersten und zweiten Mal, sieht Christian so ein ganz kleines Kopfschütteln so in meine Richtung. Ja. Das hast du nicht gesehen. Nein! Du mies. 20. Trifft den Balor. 9. Trifft nicht. 15. Trifft auch nicht. Gut, dann einer. Mhm. Ein B10, ne? Oder was, ein B6? B6, ne? 2 B6 für 2 B6, ja. 12. 12? Ja, yo. 2 6er. Ich darf euch verkünden, dass der inzwischen schon einiges einstecken musste. Wer? Der Balor. Wow. Ja. Hast auf seine Testikel gezählt? Mhm. Gezielt. Gezählt. Yeah. Das bewegst du dich noch? Du hast ihn noch nicht bewegt. Ist mir noch zu risky. Okay. Dann kommt Perrin Schaden durch die Feueraura. Love it. Der Balor bewegt sich Richtung Flint. Direkt dorthin. Könnte ruhig ein bisschen so, dass die anderen nicht in der Feueraura sind. Eleni ist nicht in der Feueraura. Du auch aktuell nicht. Der steht auf 3 Meter. Weil er Reichweite mit seiner Waffe hat. Und haut dich mit seinem Schwert. Und macht eine 18 zum Treffen. Es geht. Treffen. Ja, nur weil du Flint angreifst. Ja, genau. Und Peitsche. Das wäre eine 15, wenn es nicht eine 1 wäre. Oh. Geil. Gut, gut, gut. Ich sag ja nichts mehr, beziehungsweise doch, meine Beschwerde wurde erhört. Bringst dein Schild nach oben, beide Angriffe zwingen dich in die Knie, aber du stehst ihnen wacker entgegen. Damit ist der Balor fertig. Eleni ist wach. Ich stehe auf. Ja. Und sage zu Flint, wir sollen zusammenbleiben. Du stirbst uns nicht ein drittes Mal weg. Oh, was mache ich? Ich schieße auf ihn. Mhm. Aber ich kann nicht mehr, ich habe keinen Vorteil. Nee. Ich werfe so scheiße. Oh. 25 zum Treffen. Das trifft. Ist leider nicht hinterhältig. Ja. Scheiße.
Ist es im besonderen Fall? Desorientiert und blind. Ja, aber ja, blind bringt das wirklich was. Das ist True Sight. Ja. Ja. True Sight ist bald. Schon was Gutes, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, welchen ich will. Den Blitzstrahl nehme ich nochmal. Mhm. Dann mach du noch einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Mhm. Mit 8. Okay. Dann darfst du deinen Schaden machen. Warte, dann machst du erstmal 6. 13 Stich. Sehr gut. Und 4 Blitz. Mhm. Ja. Okay. Taumelt etwas zurück und wird sichtlich wütender. Ob der ganzen Angriffe, die ihn immer treffen. Und Flint ist dran. Morgen, Vater. Morgen, Vater, wir brauchen das Licht. Ich wirke Strahlen des Sonnenaufgangs, indem ich meine göttliche Macht fokussiere. Mhm. Und brauche einen Konstitutionsrettungswurf von Bernie. Mhm, weil es kein Zauber ist, hat er keine Magieresistenz und hat dadurch eine If. Das reicht nicht. Mhm. Weshalb er 2W10. Warte mal. Gut, Patrick, hast du toll vorbereitet. 2W10 nur. Ja, ist halt so. Das sind 17 plus 6, 23. Ich sag nichts. 23 gleißend. 2W10 nur. 23 gleißend. Ja. Okay. Beschreib. Was? Was? Nein, nicht wie er stirbt. Ah. Achso. Dass er das immer noch denkt. Ja. Ein unfassbar großer, massiver Lichtstrahl kommt vom Himmel herab, trifft auf... An der Lady vorbei. Die ist übrigens abgelenkt und dadurch wird sie ein bisschen irritiert. Ja. Desorientiert. Trifft auf meinen Schild und wird von meinem Schild um mich herum 9 Meter in alle Richtungen reflektiert? Nein. Aufgespalten. Danke. Und es wird bunt in alle möglichen Lichter, Sphären, Frequenzen. Alles ist irre bunt. Alles klar. So schnell wie es kam, ist es auch wieder vorbei, aber er musste sich davor schützen und du siehst, dass seine Knie vorne versenkt sind und dampfen. Ist dort irgendwas angerichtet vor ihm und an ihm? Ich bin noch in seinem Nahkampfbereich. Er könnte dich hauen, wenn du weggehst, ja. Ich bleibe in seinem Nahkampfbereich, mhm. aber bewege mich in Richtung Perren. Okay. Die Lady, sichtlich mehr gestresst als sonst oder hörbar, als sie ruft, Yggdrasil, ihr werdet doch euch doch nicht von denen besiegen lassen. Und dann ist Ifrit dran. Zur Klärung, wurde ich von 2 Personen festgehalten? Oder? Ja, links und rechts. Okay, gut. Dann, weil ich habe eben gedacht, ich habe was Falsches von meiner Backstory gesagt. Dann ist alles gut. Du auch noch. Und versuche, mich weiter loszureißen. Okay. Dann mach mal einen Akrobatikwurf mit Nachteil. 17. 22. Nee, warte, 16. 22. Du kannst dich nicht weiter bewegen, du wirst dort festgesetzt. Alex, nicht vergessen, dass Flint sich noch bewegen wollte. Richtung. Woherin? Also ich wollte in seinem Nahkampf. Nachdem ich weiterbleiben, genau. Alles gut. Nee, nur halbe, ich kann nur. Ach ja, richtig. Sorry, habe ich nicht mitbekommen. Kein Problem. Ja. Das zählt schon als Aktion wahrscheinlich, ne? Dich, ja, freizumachen, ja. Das funktioniert offensichtlich nicht. Wenn ich noch nicht so eine Dame, gibt's was anderes. Mach mal einen Konstitutionsrettungswurf. Wegen der 12. Wo ist Konsti? Oh, 17. 17, okay. Vor dir, vor Ifrit, erscheint eine elfische Gestalt. Jetzt kommen sie alle an. Natürlich. Und versucht, einen magischen Strahl auf Ifrit zu wirken, aber du kannst dem widerstehen. Das ist aber auch spannend. Ja, ich lüge nicht. Das ist wirklich so. Und Maledicta kommt angeflogen.
Mutti, Mutti. Und guckt sich erstmal um. Oder schaut fragend in deine Richtung. Mal. Das heißt, du kannst nächste Runde kannst du einen Befehl geben. Kiva. Perrin. Und Medrash. Ich bewege mich zu auch hinter den. Mhm. Ich sag nie wieder was Zusammenbleiben-mäßiges. Fliegst du hier rüber? Ja. Und feuere. Warte. Magisches Geschoss. Mhm. Sehr gut. Das trifft. Achso, weil er desorientiert ist. Nee, ist automatisch. Magisches Geschoss trifft immer. Ah, okay. Dann darfst du deine W4 würfeln, so viele wie du machst. Einen weiteren Pfeil. Also 2 W4 plus Energieschaden. Was? Nee, ich feuer dich an. Ich find das geil. Mann. Ja. Los. Komm raus. So. 4 plus jeweils einen Energieschaden sind 6. 6, okay. Immerhin. Fliegen magische Geschosse in den Rücken dieses Wesens ein. Und von vielen Seiten behagt ihr jetzt diese Kreatur, die jetzt dran ist. Und niemand ist in der Nähe der Feueraura. Das heißt, er macht jetzt einen weiteren Schlag auf Flint. Kleiner Pelor-Wicht. 22 zum Treffen. Trifft? Mhm. Pelor-Wicht. Sind 12 Hiebschaden und 9 Feuerschaden. Der Mann fällt um. Ja? Ja. Okay. Du wirst durch die Peitsche natürlich wieder rangezogen. Ich bin die unausweichliche Zerstörung. Und wendet sich dann für den nächsten Angriff mal Eleni zu. Ist aber nicht dran. Denn die Lady ist dran. Wenn meine Freunde sterben müssen, dann sterbe ich hier mit ihnen zusammen. Und ich ziehe wieder auf ihn. Mhm. Mit Vorteil. Was für ein Fall? Den Geiststecher. Mhm. Wenn ich überhaupt treffe. Ich treffe nicht. Ich habe eine 5 und eine 8. Musst du für den Geiststecher treffen? Ich glaube, auch bei einem Treffer? Bei einem Treffer, okay, ja. Ich treffe aber nicht, weil 8 ist das höchste, was ich habe. Plus 7. 16, kann ich rechnen? 8 plus 7 sind 15. 15. Trifft leider nicht dann. Ja. Ja. Geht leider an ihm vorbei. Unter den Hörnern durch. Warte, weil er dich fokussiert hat, war er bereit dafür. Es gibt mir noch eine Sekunde. Du hast sicher gezielt, also du kannst nichts mehr machen. Ja, stimmt. Hm. Nogevius brüllt runter. Tut doch was! Arschloch. Und Ifrit ist dran. Erst du, dann Morelia und jetzt auch noch Jesaja. Und während ich den Namen Jesaja sage, wirke ich die Lanze. Jesaja! Dann brauche ich einen Intelligenzrettungswurf. 14. Dann trifft das wohl, was ich getan habe. Ja. Würfel ich jetzt Schaden aus? Brauchst du nicht. die Gestalt vor dir ist sichtlich schockiert und verschwindet vom Kopf aus nach unten. Das war die Aktion. Du bist weiterhin festgesetzt. Ja, ich kann noch rufen. Hilf mir, Maler! Okay. Maler fliegt hier rüber. Und haut ins Leere. Die kann die nicht treffen. Okay. Aber eigentlich schade. Sehr süß von Maler. Ja. Und guckt dich sehr böse an, als sie beide Kreaturen, die dich festhalten, versucht zu treffen. Guckt sie Ifrit ganz böse an. Nicht.
Und dann ist Kiva dran. Und dann ist Perrin dran. Ist zwei, drei schon? Und das ist der dritte, glaube ich. Dann ist Midrasch dran. Ich war aber einmal auch in der Aura drin. Ah, okay. Midrasch. Ich bewege mich auf jeden Fall zu Perrin. Ja. Muss jetzt all in gehen und wünsche mir von Perrin 2W20. Tim? Perrin? Wie bitte? 2W20. Keine Ahnung, was du vorhast. Ich auch nicht. Sengenden Strahl mit Blitzelementar auf drittem Grad. Blitzschaden, ja. Ja. Kannst du tun. Auf den Bernie. Okay. Genau, du kannst nicht alle gleichzeitig würfeln, weil du musst erst den ersten mit Nachteil machen, dann den zweiten mit Nachteil, den dritten mit Nachteil. Wenn du alle würfelst, dann vorhin kannst du hatte ja, ich keinen ja. Nachteil. Hä, warum habe ich jetzt Nachteil? Weil du immer noch erschöpft bist. Aber doch nicht auf Angriffswürfel. Aber doch nicht. Nicht? Bist du auf zwei? Du bist ja. Auf drei. Na. Er ist ja noch nicht umgefallen. Mhm. Das Anker hat ihn geschützt. Okay, wenn du keinen Nachteil hast, dann ist alles gut. Sorry. Also vorhin hatte ich auch nicht auf Nachteil. Ja, das ist ja gut. Drauf. Okay, deswegen. Es ist viel. Es ist viel. Kannst du alles werfen. Okay, kannst alles klar. Okay. Nee, du hast ja recht. Kill it, come on. Fangen wir mit dem Schlechtesten an. 10. 10. Trifft nicht. Nein. Obwohl ich hinter ihm stehe? Ja, das ist egal. Okay. Er hat auch hinten Rüstung. 14. Trifft nicht. 19. Trifft. 18. Trifft nicht. Ein einziger. 19 ist die Rüstungsklasse. Ja, der muss nur sitzen. War das wenigstens mein Würfel, der getroffen hat? ich glaube nicht. 2W6, go, go. Ach, 2W6, okay. Komm, bitte jetzt. 3 Pelo! 3. Die werden auch noch halbiert, ne? Ja. Macht einen oder? Ja. Ein Schaden. Aber Entschuldigung. So dramatisch, das ist so lustig, ist es, sich vorzustellen, dass er einen fetten Zauber haut und es macht dann. Auf drittem Grad. Ja, bringst die sengenden Strahlen hoch, die versuchst die Schwingen, seine ledernen Schwingen anzuvisieren. Strahlen gehen von dir aus. Der Einzige, der wirklich zu ihm durchdringt, ist so ein bisschen in einem Schulterblatt und lässt ein wenig Schmauch entstehen dort durch die Blitze, aber wenig Wirkung, leider. Bewegt hast du dich, damit bist du fertig. Und Flint steht in der Aura drin. Und dann Na. Bewegt... Ne? Hat ihn rangezogen mit der Peitsche. Jetzt geht er rüber. Oh, die Ladies kommen. Ladies kommen. Oh, Mensch. Ja, doch. Und haut Eleni. Mhm. Eine 18. Ich benutze ein letztes Mal mein Schild. Gut. Oh Gott, das kann man. Kannst du mit der Peitsche nochmal versuchen? Ja, kann er. Das ist eine 20, eine künstliche. 4 und 6. Aber wieso, das Schild hält doch bis... Ja, es passt. Nein, es funktioniert. Ach so, ich habe ja schon wieder vergessen, dass es... Ich habe schon gefeiert. Ja, so. Ich dachte, du hast für dich gefeiert. Nein, ich feiere ja, nicht. Ja, für uns. Ab der One-Up war es jetzt plötzlich. Es geht runter. Du nimmst deinen letzten Hoffnungsschimmer zusammen und blockierst das nochmal. Und dann kann er nichts weiter tun und du bist dran. Ich ziehe wieder. Mit dem... Mal mit Nachteil. Also mit Vor- und Nachteil. Ja, mit... Also ein einzelner Wurf. Nee, dann... Ja, scheiße, geht nicht. Wäre es auch so. Nehme ich wieder den Eiszapfen. Den Eiszapfen. Er macht ihn wenigstens langsam. Aber nicht, dass uns das irgendwas bringen würde. Zum Treffen. Ja. Mhm, das trifft. Es ist nicht hinterhältig? Leider nein. Aber sein Rettungswurf ist 8. Okay. Dann kriegt er erst mal 6 Stichschaden. Mhm. Und 8. Ja, und 8, was habe ich gesagt? Eis. Mhm. Eisschaden.
Und ist drei Runden, 3 Meter kann er wieder nicht. Okay, dann ist er jetzt wieder. Genau. Und Geschicklichkeitsrettungswürfel, ne? Alles klar. Mehr kann ich nicht tun. Der Typ, ey. Und das ist Flint. Und Ifrit kämpft immer noch. Ich guck nach oben zur Lady und brülle auch nach oben. Lady Uriella, so helft mir doch! Und... Leute. Nee, ich befehle Maler... mich loszureißen. Ich überlege nur gerade, wie ich es formuliere. Pack mich und zieh mich nach vorn. Okay. Gut. Ich hoffe, dich trifft eine 22. Ja. Definitiv. Du, warte kurz. Ich muss das. Es wird mich ärgern, wenn ich es falsch mache. Ja, selbst wenn ich das Schild dazu nehmen würde, würde es treffen. Also. Ich muss beim Schaden gucken. Ich weiß. Okay. Du hörst von hinter dir: Entfache Feuerpfeil von Gon. Feuerblume. Feuerpfeil. Oh. Und dich trifft eine 13. 13 Schaden, 13 Feuerschaden. 13 Also ätherischer Feuerschaden. 13 ätherischer Feuerschaden. Okay. Also es ist, die Welten sind ein bisschen, also ziehen an dir. Ja, warte, 13. Mhm. Es trifft nicht den Ifrit-Körper, sag ich mal so. Achso, ein Geist. Ja. Ein Maler ist weg. Maler ist weg? Ich habe die Rettung. Also ich weiß nicht, vielleicht muss ja kein Maler. Maler bleibt? Ja. Okay. Du aber auch. Wie viel Leben hast du denn? Willst du wissen? Nein. Mich hat ja niemand angegriffen. Ja. Also ich habe nur von Norgovius Schaden bekommen. Mhm. Das habe ich verhindert und was die Pisse an mir gerade ziehen. So. Okay. Ja. Dann, es tut mir ja leid für Gons Körper, aber... Kommt Norgovius. Einmal eine 20 auf Ifrit zu treffen. Und eine 16 zum Treffen. Ja, wenn ich jetzt handle, wie Ifrit handelt, dann setze ich Schild ein. Okay. Maledikta prügelt auf dich ein. Du blödes, ich bin dein Herr! Missgünstiges. Das Ding ist vorbei. Das ist Ifrit, Alter. Die hauen alle auf ihn ein. Ich will ja, ich kann nicht. Ich auch. Oh, Junge. Also, ich will ja nicht deine Worte gegen dich benutzen, aber wir brauchen halt auch mal Leistung von dir, Alex. Ja. Ne? Ich mach mal einen Rettungswurf für dich. Danke. Ach, danke. Ja. Mädels. Ich schnappe mir Perrin unterm Arm und fliege Richtung Flint. Ja. Wahrscheinlich mit geringerer Bewegungsrate. Ja. Aber dass ich mir geschnappt habe, ist keine Aktion, oder? Ich gebe es dir als freie Aktion. Okay, danke. Weil du so klein bist. Das ist die Begründung für alles. Leute, hat Barlow besiegt, weil er so klein ist. Seid Halblinge. Es ist alles gut. Bewegst du dich weiter? Als Aktion. Dann kannst du noch 3 Felder.
Nein, ich wirke noch einmal einen sengenden Strahl. Blitzelementar auf zweitem Grad. Blitzschaden? Ja. Alex? Ja. Nur so, falls du jemals eine 1 gewürfelt hast bei meinen Todesrettungswürfen, dann hättest du die nochmal würfeln dürfen. Glücklicherweise nicht. Ich, das ist interessant gerade. Ja, ich habe nochmal nachgeguckt bei Rettungswürfen und es ist ein Todesrettungswurf. Ja. Halblingsglück auch dafür? Ja. Ah, wie nice. Ja. Seid Halblinge, Leute. Wir wünschen jetzt erstmal Medrasch Glück. Medrasch. 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 Jetzt mach, komm. Medrasch. Ich kann sagen, wie lang benutzt. Oh. Einer trifft. Hey. Immerhin. Mit 20. Okay. Achso, nee, ich hab die bewegt. Nee, alles gut. 2W6. Ja. 2W6. Auf geht's. Den willst du mir geben? Okay. Ja, nimm den. 10. Dann darfst du jetzt beschreiben. No! Stück für Stück für Stück. Das werde ich jetzt genießen. Ich lade wutentbrannt meinen Stab. Der knistert und donnert. Einen großen Strahl, blitzgeladen, voller Wut, gerichtet auf den fast liebevoll genannten Bernie. Schlägt auf ihn ein, während er scheinbar noch mit Eleni beschäftigt ist, merkt vielleicht, dass von hinten was kommt und während er sich umdreht, schlägt dieser Blitz auf ihn ein und diese flammende Hülle scheint langsam zu verdampfen und er fällt zu Boden. Und diese ganze... Da muss ich leider übernehmen an der Stelle. Ja, okay. Er fällt zu Boden und... Seine Haut, wo üblicherweise Adern sind, dort kommt Feuer zum Vorschein und sein Körper wird an der Brust nach oben gehoben. Und ich brauche mal leider von Eleni und Medrasch Geschicklichkeitsrettungswürfe. Oh. Sind die mit Nachteil, weil ich 2 Erschöpfungen habe? Nein. Elf. 17. Okay. Das Letzte, was ihr merkt, ist, dass ihr weggeschleudert werdet. Was Ifrit sieht, weil alle anderen bewusstlos sind. Ja. Ist, dass von dem Körper ein Feuerball ausgeht, der hier einmal eine riesige Schockwelle entstehen lässt. Und hier alles wegschleudert, was wegschleuderbar ist. Hattest du die Lebenspunkte im Blick oder sind sie einfach bewusstlos? Ja. Ich hab's im Blick. Ja. Sicher? Ja. Trust me. Weiß nicht, Medrasch hatte relativ viel Leben. Oh, denn? Ich vertraue mir, ich will, dass wir leben. Und... eine riesige Feuerexplosion dort geschieht. Ifrit. Endlich. Ach nee, Moment, ist ja doof für Balor. Aber ich mag das Feuer. Wenn du dir so viel Zeit lässt, dann... Nee, okay, setz mal Maler. Maler, wirst du wohl? Hör damit auf. Ich kann mich ja nicht bewegen, kann ja gar nichts machen gerade. Gut, dann tust du nichts. Was kann ich denn tun? Kann ich irgendwas tun? Du hast eine Aktion. Naja, versuche ich mich loszureißen. Ja, natürlich. Stärke willst du. Nee, Akrobatik war das immer. Ja, mit Nachteil. Mit Nachteil. 2 dich festhalten. 14. 17. Dann bekommst du einen weiteren Krallenangriff von Aurelia. Das ist eine 1. Bitte. Einen weiteren Feuerangriff von Gon. Und das ist eine 18. Trifft. Möchtest du selber den Schaden auswürfeln als Gon? Ja, eigentlich schon. Feuerpfeil. Feuerpfeil, ja? Ja.
9. Ja, kriegst du deinen 9 ätherischen Feuerschaden. Ich stehe noch. Natürlich. Maler haut dich. Das wird das Letzte sein, was du gesagt hast. Und die 15 wird dich wahrscheinlich nicht treffen. Nee. Aber die 22 schon. Selbst mit Schild, ja. Dann macht Maler 14 Stichschaden auf Ifrit. Ich weiß nicht, ob ich gehalten werde, aber ich fall zu Boden. Okay, dann fällt dein Körper zu Boden. Und Maler. Also siehst du ja nicht, was passiert. Keiner sieht, was passiert. Nur Gon sieht, was passiert. Oh. Sollen wir raus, oder? Bei mir müsst ihr mal drin bleiben. Damit ihr wertvolle Informationen bekommt, die nur ich weiß. Nein, ihr dürft. Wenn du es jetzt rausschickst, ne? Ist okay. Ihr dürft zuschauen. Ja! Dich zieht eine Energie in deinen Körper. Und du öffnest die Augen und siehst über dir Maledikta. Maler. Kenn ich ja noch nicht eigentlich. Nicht wirklich, nee. Aber du hast Morelia über dir. Meine Tochter. Danke. Und jetzt holen wir uns diese Lady. Okay. Sicher. Aber meine Freunde. Mada dreht sich um und senkt ihr Hinterleib. Ich kletter sofort rauf. Aber ich möchte beim Raufklettern bitte einmal noch hinter mich blicken und Vances angucken. Steht sie da noch? Ja. Vances, es tut mir leid. Wir reden da später drüber. Dann drehe ich mich um. Ihr fliegt los, nach oben. Norgovius in den letzten Momenten. Was tut Gon? Ich schieß auf die Verrückte. Mit. Du hast übrigens Feuerpfeil gelernt. Das habe ich gemerkt. Was kann ich? Habe ich jetzt ein Gons altes Arsenal oder habe ich noch irgendwas von. Jetzt wollte ich Petri. Warum? Du bist wie Gon vorher. Zauberplätze sind so, wie sie waren. Gon, ja, Petri. Was haben wir denn? Was haben wir denn? Sie ist wohl nicht mehr gespielt. Ja, wirklich. ich mache nö, komm. Also, wenn ich da hoch schon gehe, dann muss auch gleich richtig sein. Ich habe natürlich geistesgegenwärtig, wie ich war, meinen Druidenstab von unten aufgenommen, den ich habe fallen gelassen. Das wollen wir mal sagen. Schmeiß den anderen Miststab erstmal von mir und ziele auf die Lady und wirbel den Stab, um Wolken über ihr erscheinen zu lassen. Donnergrollen und Blitzgewalt! Und lass einen Blitz auf sie runterfahren. Sie streckt ihre Hand aus und ruft Gegenzauber. Kreativer Name! Und Norgovius ruft Gegenzauber! Oh. Und es passiert. Oh Leute, ihr wisst, es ist irgendwie sehr spannend. Ich weiß, ich konnte gar nicht mehr würfeln. Ich war so nervös. 19 Blitzschaden auf Lady Poops. Lady Poops wird getroffen von diesen Blitzen. Ihre Konzentration geht etwas weg und Norgovius nimmt das Ganze, um wieder Fahrt aufzunehmen. Und dann darfst du weitermachen. Habe ich auch meine Zauberplätze von Gon? Von Ifrit. Bin noch konzentriert, da kommt direkt noch ein Blitz. Schieße ich nochmal hinterher? Mhm. Keine Reaktion. Sorry. 16, 22 Blitzschaden auf sie. Bin noch hinterher. Vorhin schon mal Schaden. Und ich möchte Norgovius mit Wunde heilen. Sorry, wir können alle nicht mehr kämpfen, wenn wir wirklich, so nett sind. Das ist so geil. Es passiert alles gerade. Heile, kleiner Froschpopo! Und passe den alten Mann an.
Wie hätte ich's? Jetzt, du musst würfeln. Ja, warte. Ich habe selten nicht mehr so wenig Zauberplätze gehabt. 10, 14. 14 Heilung auf Norgovius. Alles klar. Sehr gut. Danke. Lenk sie ab. Okay, dann fliege ich mit Mala an sie ran. Mhm. Okay, Mala macht 2 Angriffe. Oh, sorry. Und einer trifft davon. Guck mal, wie sehr sie sich konzentrieren kann. Nicht so gut. Und du? Bitte, Mala, du musst immer bei mir bleiben. Blitz, den nächsten. Das machen wir fröhlich weiter. Mhm. Geht wieder in sie rein. Der war nicht ganz so gut. Für 7 Blitzschaden nur. Mhm. Und, hab ich noch irgendwas? Ja, ich Feuerblume, Feuerpfeil gleich hinterher. Ja, ich muss erstmal treffen. Die Wolke bleibt und dann kann er weitere Sachen machen. Achso, aber bin ich jetzt im Nahkampf, weil ich auf Mala drauf bin? Nö, Mala ist groß. 15? Nein. Geht leider daneben. Du versuchst es. Ist ein neuer Zauber für dich. Und der geht leider daneben. Und sie blickt sich um, blickt runter zum Lager und sie. Ach, steht keine Geste drin, leider. Machen wir was anders. Dann holt sie ein kleines Beutelchen raus und schiebt sich Mocha in den Hals. Dass ihr mich dazu bringt. Und schiebt hier weiter. Boah. Und du machst mal bitte einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Ja. Komm, endlich wünsche ich dir wieder gute Würfe. Wow. Ich habe eine 1 geworfen. Mach das nicht. Und ich bin ja sogar noch erschöpft. Also keine Ahnung, ob ich erschöpft bin. Dann, jetzt, wo es drauf ankommt, gone. Bekommt Mala Blitzschaden durch einen weiteren Blitzstrahl. Der Strahl geht erst auf Mala und dann hoch zu dir. Kurz bevor er dich trifft, fliegt Morelia dazwischen und nimmt das auf und verschwindet. Dann bist du dran. Darf ich einmal, ach, ist das Mensch, du, ich keine Ahnung, wie viele Lebenspunkte ich gerade habe. Morelia! Lass sie in Ruhe! Was würfelst du? Ich weiß nicht, ich nehme mal, du machst noch so einen Blitz. Meiner Blitz, ja. Wo ist mein anderer W10? Darf ich ja wohl einen Konstitutionsrettungswurf würfeln? 17, 25 Blitzschaden. Baba Bang! Okay. Das ist dein Donner? Baba Bang. Bumm und Puff. Bumm und Puff. Ja, und dann noch, weil das war ja nur die Bonusaktion, noch ein Flammenblitz hinterher mit einer. Oh! Mit einer. Oh, ich weiß meine Gon-Werte immer nicht mehr. 26 zum Treffen. Das trifft. Für 13 Feuerschaden. Gleich haben wir sie, Norgovius! Und, ja, die kämpfen beide um ihre Strahlen. Was tust du als nächstes? Sehe ich unten die Körper liegen? Ja. Na, Goofy, soll ich hinfliegen? Zu meinen Freunden? Du hast vorhin gesagt, wir sollen uns sammeln. Ich werte das, als ich helfe dir. Wie viele Blitze habe ich schon gemacht? 4? 3. Ich muss aufpassen, es geht nur 3, glaube ich. Ich mache noch einen Blitz auf die Tante. Oh, Leute, ey. 10, 17, 24 Blitzschaden. Das reicht. Sagt man nicht.
Und gemeinsam mit Norgovius geht die violette Strahl des Erzmagiers rüber in den Körper der Lady, die von den Blitzen immer getroffen wurde, in den Rücken, in die Seite. Und durch den Strahl von Norgovius desintegriert wird. Die ist richtig weg. Die ist weg. Boah. Und Norgovius ist angestrengt, guckt in einem kurzen Moment zu dir rüber. Norgovius. Zeit nach oben. Und er lässt magische Runen erscheinen. Und die Körper dort unten beginnen sich magische Runen um die Körper zu bilden. Und auch um dich. Und um ihn. Was als nächstes passiert. Oh, ich hasse dich. Ich bin in der nächsten Folge heraus. Was? Hier, Alter. Ihr habt einen Balor getötet. Naja. Habt ihr? Ja, viel Hilfe. Na gut, ein Herausforderungsgrad von 19, ne? Tod ist tot. Blut ist Blut. Aber wieso, Alex? Gib uns doch Herausforderungsgrad 5. Erinnert ihr euch daran, wie Medrash in die Gedanken geguckt hat und sie oberflächlich sagte, oh, vielleicht könnte ich Balor beschwören, um die Kuppel kaputt zu machen? Okay. Nee. Ja. Hat sie gedacht. Du hast es, glaube ich, nicht überhaupt gesagt. Nicht erinnert. Doch, doch. Dieser Balor hier, vielen Dank an Luxurink Games, die uns den ausgeliehen haben. Dankeschön. Danke. Schaut mal in die Beschreibung rein, wenn ihr es noch könnt. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Hoffentlich. Bis dahin. Tschüss.